Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Parlament oder Straße, wie radikal muss junge Klimapolitik sein? Ich begrüße Sie und euch sehr herzlich hier sozusagen bei uns in der Online-Veranstaltung und da draußen vor den Bildschirmen. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung und wir freuen uns sehr über das Interesse. Junge Klimapolitik, das ist sozusagen unser Ausgangspunkt. Und wir haben alle sehr gut noch vor Augen, wie sich sozusagen die junge Klimapolitik entwickelt hat, mit Fridays for Future ausgehend von dem Schulstreik von Greta Thunberg hat sich eine große Bewegung entwickelt, die der Klimapolitik ganz neue Impulse gegeben hat. Es war sicherlich überraschend, zumindest für viele Erwachsene, die damit nicht gerechnet haben und die vielleicht auch nicht mehr darauf zu hoffen gewagt haben. Es war sozusagen ein beispielloser Erfolg. Deswegen ist es sicherlich auch nicht übertrieben, von Generation Klima zu sprechen. Eine neue Generation betritt die politische Bühne und will mitreden, speziell zu diesem Thema Klimapolitik, weil die Klimapolitik sicher die jungen Leute betrifft, wie viele Ältere dann wahrscheinlich möglicherweise nicht mehr. Also es ist viel passiert und ich freue mich sehr, dass wir hier heute diese Diskussion führen können mit vielen jungen Menschen, aber nicht nur mit jungen Menschen. Also wir haben eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung, auch im Publikum. Dazu werde ich noch später kommen, aber wir haben hier zunächst erstmal ein junges Panel. Und die Klimabewegung hat, wie wir ja wissen, sich diversifiziert. Viele sind weiterhin auf der Straße aktiv. Einige haben sich entschlossen, dass sie radikalere Möglichkeiten brauchen, sich zu äußern, zum Beispiel bei Ende Gelände oder Extinction Rebellion. Andere haben sich wiederum entschlossen, tatsächlich den Marsch durch die Institutionen anzutreten und sich in Parlamente wählen zu lassen als Vertreter dieser Bewegung. Und das ist genau das, was wir diskutieren wollen, das Verhältnis von Klimabewegung und der Rolle von Parlamenten, jungen Leuten in Parlamenten. Was kann man tatsächlich verändern? Wie bekommt man noch die Richtung in 1,5 Grad Begrenzung der Erderhitzung? Das sind hier heute unsere Themen. Und ich freue mich sehr, da ein junges Panel vorstellen zu können, jetzt an dieser Stelle. Und möchte als erstes vorstellen die Franziska Heinisch. Franziska, wenn du dich... Hallo, Franziska. Franziska ist 21 Jahre alt. Sie lebt in Berlin und studiert Jura. Und sie hat zwei Bücher geschrieben. Eins hat sie mitgeschrieben, nämlich vom Jugendrat der Generationen Stiftung, das Buch... Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben und da werden wir uns gleich ausführlicher drüber unterhalten. Hallo, Franziska. Als zweites begrüße ich sehr herzlich Helena Marschall. Helena Marschall ist 18 Jahre alt. Sie ist bei Fridays for Future aktiv und lebt in Lüneburg. Sie hat mittlerweile ein Studium begonnen der Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Und ihr gilt ein ganz besonderer Dank, weil sie nämlich heute eingesprungen ist für Linus Steinmetz, der noch im Programm angekündigt war, der aber leider erkrankt ist. Und sie hat sich sehr spontan entschlossen, hier bei unserer Sendung sozusagen mitzumachen. Also ein ganz herzlicher Dank und herzlich willkommen an dich, Helena. Dann der dritte im Bunde ist Urs Liebau. Urs Liebau ist 25 Jahre alt. Hallo Urs. Hallo. Urs wohnt in Magdeburg, studiert Wirtschaftsingenieurwesen, ist auch kurz vor dem Ende des Studiums und ist Stadtrat in Magdeburg für Bündnis 90 Die Grünen. Er hat sich jetzt entschlossen, in den Bundestag zu wollen und zu kandidieren für die Landesliste, für die Bundestagswahl für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Urs.
Und schließlich, last but not least, haben wir hier Lisa Badum. Sie ist klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, wohnt in Bamberg, ist seit einer Legislaturperiode im Bundestag, 38 Jahre alt und ist sozusagen noch relativ frisch, aber sie hat einen Überblick, wie das eigentlich im Bundestag so zugeht und was man da eigentlich tatsächlich bewegen kann. Gut, also junge Klimapolitik, was kann man in Parlamenten bewegen? Was kann man auf der Straße bewegen? Wie passt das eigentlich zusammen? Wie ist die Zusammenarbeit von Bewegungen auf der Straße und den Parlamenten? Wie radikal muss junge Klimapolitik sein und wie radikal kann sie möglicherweise auch sein, um etwas zu bewegen? Das sind jetzt die Fragen, mit denen wir starten. Und ich möchte ganz gerne als erstes Franziska fragen. Du warst eine der Sprecherinnen des Jugendrates der Generationsstiftung, hast ein Buch mitgeschrieben, was ich bereits erwähnt habe, was sozusagen ja sich an die Erwachsenen gerichtet hat. Es war also ein Appell, an die Jugend zu denken. Jetzt hast du wieder ein Buch geschrieben. Das ist noch gar nicht erschienen, sondern erscheint am 10. Mai. Das heißt, wir haben keine Wahl. Und dieses K ist so ein bisschen eingefärbt, sodass man das auch lesen kann wie: Wir haben eine Wahl. Also, was ist dein Statement? Haben wir eine Wahl oder haben wir keine? Naja, ich glaube, beides so ein bisschen. Wenn ich eins aussuchen müsste, dann würde ich sagen, wir haben keine Wahl. Und zwar haben wir keine Wahl, außer radikale Schritte zu ergreifen, um die gegenwärtigen Krisen unserer Zeit zu bekämpfen. Das ist einerseits die Klimakrise, aber das lässt sich bei verschiedenen Krisen fortführen und in allen möglichen Krisensituationen, auch in der Corona-Pandemie, zeigt sich eben, wir haben einfach ein massives Machtgefälle von wenigen, die Macht haben und von jeder Krise neu profitieren. Und von vielen, die eben nicht viel Macht haben, sich den Krisen in ohnmächtig ausgesetzt fühlen. Insofern, wenn wir daran was ändern müssen und eine Wahl haben wollen, dann müssen wir erstens die Klimakrise anpacken, aber zweitens das auf sehr, sehr radikale Weise tun. Und dazu haben wir eben dann doch eine Wahl. Der Untertitel dieses Buchs ist Ein Manifest gegen das Aufgeben. Und insofern ist es noch nicht ganz verloren. Aber ich glaube, und das ist, weshalb ich hier bin, dass wir diese Klimakrise und auch die anderen Krisen nur in den Griff bekommen, wenn wir wirklich radikal anders Politik machen auch. Und das heißt in meinem Fall Klimawende von unten, außerparlamentarisch, Menschen organisieren, Menschen miteinander verbinden und Bewegungen neuen Rückenwind geben, als Teil dieser Bewegung neue Strategien entwickeln, wie wir Aufruhr gestalten, damit es auch überhaupt eine Bedrohlichkeit gibt für den Status quo. Dazu haben wir die Wahl, ob wir aus den Krisen raus müssen, dazu nicht, so würde ich es wahrscheinlich beantworten. Und welche Ansprechpartner ihr sozusagen im Parlament habt, spielt das auch eine Rolle für dich? Also wie jetzt sozusagen die Bundestags, es ist ja so ein bisschen auf die Bundestagswahl hin sozusagen publiziert, könnte man sagen. Spielt das für dich eine Rolle, wer da die Partner sind? Naja, ich glaube, in Bezug auf die Bundestagswahl ganz allgemein würde es natürlich eine Rolle spielen, gäbe es eine Partei im Parlament, bei der ganz unbestritten der Fall ist, dass sie sich für 1,5-Grad-Politik einsetzt und diese Klimakrise so lösen will, wie sie gelöst werden müsste. Das sehen wir aber gerade nicht, erst recht nicht, wenn wir an mögliche Koalitionen denken. Trotz aller blumigen Worte und irgendwie schönen idyllischen Wahlprogrammentwürfe. Und insofern glaube ich, kann man nicht einfach so sagen, okay, wow, die und die Partei ist Verbündete einer Klimabewegung oder auch anderer Bewegungen. Das sicherlich nicht. Aber Bewegungen können natürlich strategische Verbündete haben in Parlamenten. Das heißt eben, dass die auch vielleicht dort den Rahmen des parlamentarischen Ablaufs, wie er normalerweise so ist, sprengen können. Aber ich glaube, die Kraft und die Anstöße und disruptive Momente und überhaupt Machtverschiebung gesellschaftlich, das ist eben vor allem außerhalb der Parlamente. Aber ich glaube, ich und jede Person, die irgendwie in Bewegung organisiert ist, freut sich, wenn Verbündete dazukommen aus Parlamenten. Und sich dahingehend radikalisieren. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Also ihr habt schon die Aufforderung von Pauline gesehen. Doch, wenn ihr Fragen und Kommentare habt, das in das Frage- und Antwort-Tool zu posten, damit wir die Fragen hier mit reinnehmen können aufs Podium. Ich möchte das gerne, die Frage weitergeben an Helena. Helena, du bist bei Fridays for Future aktiv. Fridays for Future war ja sehr
politisch, also auf die Politik in erster Linie eigentlich auch der Bundesregierung immer sehr stark bezogen und hat die Politik herausgefordert zum Handeln. Also es war der Appell, übernehmt doch Verantwortung, das Motto, wir streiken, bis ihr handelt. Da ist ja doch eine gewisse Hoffnung drin, dass diese Krise auch durchaus von Parlamenten angepackt werden kann und dass da ein Gegenüber ist, was diese Forderungen auch positiv im Prinzip verarbeiten könnte. Wie würdest du die Lage sehen jetzt sozusagen circa 2 Jahre nach Gründung oder ein bisschen länger nach Gründung von Fridays for Future und auch mit Blick auf das Wahljahr 2021? Also wir haben ja von Anfang an klar gemacht, dass es sich eben hier um eine systemische Krise handelt, dass wir eigentlich seit 30 Jahren hören, wir müssen nur unseren Jutebeutel mitnehmen und unsere Tupperware einpacken und das Licht ausschalten und dann wird das alles mit der Klimakrise. Und ich meine, wir stehen hier und es ist offensichtlich, es hat nicht funktioniert, weil wir können gar nicht als irgendwie Einzelpersonen die richtigen Entscheidungen treffen, wenn uns gar nicht die richtigen Rahmenbedingungen geboten werden. Und deswegen haben wir ja von Anfang an eben an Regierungen, aber auch an irgendwie, an Regierungen appelliert, eben diese richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, ihre Verantwortung wahrzunehmen, ihre Versprechen, die sie ja eigentlich 2015 im Pariser Abkommen unterschrieben haben, irgendwie auch auszuführen und über die notwendigen Handelsschritte zu unternehmen, eben weil wir Veränderungen brauchen auf einer ganz großen Ebene. Und diese Veränderung natürlich irgendwo gesetzgeberisch festgehalten werden muss und gemacht werden muss. Gleichzeitig stehen wir hier natürlich 2 Jahre später und irgendwie, du hast vorhin von irgendwie krassem Erfolg gesprochen, den spüre ich ehrlich gesagt nicht, weil wir haben ganz viele Menschen bewegt, die Gesellschaft hat sich in diesen 2 Jahren verändert, die Mehrheiten haben sich verschoben, ganz, ganz viele Menschen sind auch immer noch während der Pandemie bereit, irgendwie für Klimaschutz, für radikale Klimapolitik und wir sehen sie nicht. Wir sehen eine Regierung, die an den gesellschaftlichen Verhältnissen vorbeiregiert, die weiter lieber irgendwie Lobbyinteressen bespielt, anstatt die der Bevölkerung. Und das macht einen natürlich auf jeden Fall nachdenklich, inwiefern wir ein parlamentarisches System schaffen können, was tatsächlich auf Bewegung reagiert und was tatsächlich auf irgendwie, ja, was sich tatsächlich von Zivilgesellschaft bewegen lässt, weil das sehen wir tatsächlich gar nicht und das macht natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebung und Straße sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Ja, vielen Dank. Ich habe schon Fragen an Franziska, die stelle ich noch mal einen kleinen Moment zurück. Ich würde jetzt als nächstes gerne Urs mit reinnehmen. Urs, du bist jemand, der schon ein Mandat hat, also der sozusagen sich im politischen System schon bewegt und Stadtrat in Magdeburg ist und ganz bewusst gesagt hat, ich will Forderungen von der Straße, von der Klimabewegung ins Parlament mit reinnehmen, hast es in Magdeburg schon gemacht und willst es jetzt im Bundestag machen. Was sind denn so deine Erfahrungen damit? Also wie erfolgreich kann man damit sein? Und was ist deine Hoffnung eben für diese Bundestagskandidatur? Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben es geschafft, in Magdeburg den Beschluss zu fällen, dass Magdeburg bis 2035 klimaneutral werden soll. Und das war am Ende tatsächlich nicht so einfach, wie sich das jetzt so in einem Satz erklären lässt. Ich glaube schon, dass es einen Riesenunterschied macht, wer am Ende in den Parlamenten sitzt. Und mit wem man auch direkt dort diskutiert. Vor allen Dingen, glaube ich, in der Kommunalpolitik hat sich das gezeigt. Wir haben natürlich nicht 50% in Magdeburg jetzt als grüne Partei oder so. Und deswegen musste ich mit jedem Einzelnen darüber reden. Und ich glaube, der Unterschied war schon, wenn man mit einem Jugendlichen, der das auch glaubhaft verkörpern kann, zu sagen, hey, hier läuft was falsch, wir müssen unbedingt klimaneutral werden, dann ist es eine andere Sache. Und da bin ich auch echt froh, dass wir das geschafft haben. Ich glaube, diese Diversität in den Parlamenten, die häufig vor allen Dingen in der Kommunalpolitik überhaupt nicht existiert, sei es jetzt von Jung und Alt, von Männern und Frauen, ist ein Punkt, der wirklich noch angekreidet werden kann, auch im Bundestag. Und ich denke, da ist es ein richtig wichtiger Schritt, dass wir viele junge Leute werden, die auch am Ende klimapolitisch viel erreichen wollen. Und ich sehe das gerade tatsächlich, dass da wirklich sich viel bewegt. Das würde ich nicht so sehen, dass es keinen Erfolg der Klimabewegung gibt, sondern
das ist ein Riesenerfolg, dass sich so viele junge Leute engagieren, auch in verschiedenen Bewegungen, Parteien, wie auch immer, dass man gemeinsam da vorankommt. Und insofern bin ich da wirklich guter Dinge, dass wir da auch mit vielen Leuten jetzt ein bisschen Schwung in den Bundestag reingekommen. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Was macht Magdeburg denn jetzt anders, um früher als geplant sozusagen klimaneutral zu werden? Also was sind da so die wesentlichen Stellschrauben? Und welchen Effekt hatte das denn, dass du als junger Mensch da mitgewirkt hast? Also kann man das irgendwie beschreiben, was das eigentlich ausgemacht hat? Ja, also das eine habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich glaube schon, dass es allein die Argumentation anders ist, wenn man mit einem jungen Menschen auf der anderen Seite verhandelt. Also das ist, glaube ich, auch das, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir nicht verschieden, also wir sind so 3-4 junge Leute in Magdeburg, wenn wir da nicht so argumentiert hätten und uns dafür eingesetzt hätten, dann wäre das nicht so gekommen. Und das ist auch vielleicht erstmal egal, aus welcher Partei man dann kommt. Insofern glaube ich, das war schon ein richtig wichtiger Faktor. Magdeburg hat sich sowieso schon zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Da gibt es viele Maßnahmen, die mehr oder minder vielleicht darauf hinwirken können, würde ich mal so sagen. Aber ich habe schon gemerkt, dass das Dezernat, das hat sich viel gedreht und die passen das jetzt, diese Pläne mit an. Also das passiert nicht von heute auf morgen, aber natürlich wird sich nach diesem Ziel auch langfristig, muss man sich danach richten, und da bin ich auch guter Dinge, dass das jetzt passiert. Für die Stadt bedeutet das im Konkreten natürlich dann immer ein bisschen mehr. Keine Frage. Ich glaube aber, dass die Mehrheiten, die wir damals für diesen Beschluss bekommen haben, auch dann am Ende zeigen müssen, ob sie das tatsächlich so wollen. Da bin ich besonders bei der SPD gespannt, ob man dann darüber redet, dass man dann die Innenstadt autofrei kriegt und so weiter. Wir bauen jetzt ein neues Industriegebiet, wo ich mich extrem für einsetzen will, dass es so ein klimaneutrales Gewerbegebiet wird. Das sind so Modellprojekte, an denen man arbeiten kann. Und ich hoffe, das sind natürlich dann wieder einzelne Beschlüsse, aber so ein Grundsatzbeschluss ist erstmal sehr, sehr wichtig, auf den man dann aufbauen kann. Ja, vielen Dank, Urs. Lisa, du hast sozusagen den Weg von Urs schon hinter dir. Du bist eigentlich aus einer Bewegung sozusagen ins Parlament gegangen. Warst ja vorher auch bei Naturstrom tätig. Du hast Erfahrungen damit gesammelt, was man bewirken kann und was vielleicht auch die Grenzen sind. Was ist deine Perspektive auf diese Frage? Ja, liebe Sabine, das ist ja ein wahnsinnig großes Themenfeld. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich anfange. Also vielleicht erstmal, ich sehe diese Grenzen nicht so, ich sehe da nicht so eine scharfe Grenze so zwischen Parlament und Bewegung oder zwischen Energiegenossenschaften, die versuchen, die Energiewende zusammen voranzubringen, und Bewegung und Parlament. Ich sehe das eher ja ineinander übergehend. Ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot, also alle progressiven Kräfte, die wirklich was verändern wollen. Und wir sollten uns nicht spalten lassen, weil wir gegen uns immer noch eine ziemlich starke Klimaschmutzlobby haben. Darauf zielt vielleicht auch deine Frage ab, was kann man im Parlament erreichen? Wir dürfen uns keine Illusionen machen, wie stark organisiert die Lobby ist. Ich war erst heute wieder bei einem Fachgespräch zum Thema Treibhausgasminderung im Verkehr. Da ging es sozusagen nur um die Kraftstoffe, die zukünftig in Autos eingesetzt werden. Und da gibt es eine riesen Lobby dafür, gegen Elektroautos und für synthetische oder Biokraftstoffe im Verkehr, was eine absolute Ablenkungsdiskussion ist, die den Verbrennermotor weiter am Laufen halten soll. Also was ich sagen möchte, die Argumentationen haben sich verändert. Mittlerweile sagen alle, sie wollen Klimaschutz. Auch große Konzerne, alle Parteien außer der AfD sagen, sie wollen Klimaschutz. Und dann geht es immer darum, aber wie erreichen wir das denn? Und im Wie kommen dann diese Ablenkungsmanöver, irgendwelche neuen Technologien, die aber niemals zur Marktreife kommen. Und da müssen wir einfach sehr stark aufpassen. Und ich glaube, da brauchen wir unsere gesammelten Kräfte dafür. Und wie du sagst, bei mir hat es einfach sehr gut zusammengepasst. Ich habe in meinem Beruf eben mit Energiegenossenschaften gearbeitet, die Windparks, die erneuerbare Wärme machen wollten, und mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Also die zu überzeugen, das war sozusagen meine Aufgabe davon, eben zum Beispiel ihre Ölheizung rauszuwerfen und auf ein erneuerbares Wärmenetz anzuschließen. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht, aber ich habe halt gemerkt, es gibt wahnsinnige Hindernisse von Bundesebene, auf die wir immer wieder zustoßen. Also sowohl, wenn man als Firma was macht, als auch wenn Ehrenamtliche was machen wollen in der Energiewende. Und deswegen bin ich auch im Bundestag, weil ich dachte, wenn wir die nicht wegkriegen, dann können wir uns vor Ort ja noch so sehr
abstrampeln, auch viel erreichen, aber nicht genug, wie Franziska schon gesagt hat, um überhaupt die Klimakrise zu bekämpfen. Und von daher ist es für mich ein laufender Strom von der Basis ins Parlament. Und ich glaube, es ist immer wichtig, diesen Kontakt und den Dialog zu halten. Es ist auch möglich, das in einer Person zu machen, auch wenn es manchmal ein ziemlicher Spagat ist. Also in dieser Legislatur, um noch ein Beispiel zu sagen, war ich zum Beispiel auch in Garzweiler im Tagebau, als der besetzt wurde als parlamentarische Beobachterin. Das ist eines der krassesten Erlebnisse, die ich hatte, weil wir die ganze Nacht da nicht rausgekommen sind. Das wurden die Aktivistinnen auch sehr angefeindet, aber auch wir Abgeordneten, die dabei waren, und RWE hat sich aufgeregt und so weiter und so fort. Aber da habe ich gemerkt, was für ein Idealismus bei den Leuten da ist, dass man sowas überhaupt mitmacht. Und ich fand es gerechtfertigt, weil ich nicht gesehen habe, dass die Bundesregierung irgendwas gegen den Kohleausstieg macht. Das war das eine. Und auf der anderen Seite saß ich dann im Parlament, als dieser schmutzige Kohledeal tatsächlich verabschiedet wurde. Und es war immer die gleiche Person. So, ich glaube, das geht. Aber wir müssen überlegen, was ist unsere vorrangige Rolle? Und ich glaube, bei Aktivisten ist die vorrangige Rolle, Rollenverständnis, natürlich dann am Ende des Tages das andere, ein anderes als bei einer Abgeordneten. Aber wir fahren auf demselben Boot sozusagen, um die Klimakrise zu verhindern. Und das ist eigentlich mein Motto und das ist das, was ich versucht habe zu verwirklichen. Ich kann auch noch kurz sagen, wenn ich noch Zeit habe, ich weiß nicht, wie deine Regie ist, weil du jetzt gefragt hast, was kann man denn dann machen, auch aus der Opposition raus. Tatsächlich ist es schwer, weil wir sind immer noch die kleinste Partei im Bundestag und deswegen, ich freue mich super, wenn viele neue junge Leute im Bundestag kommen, aber vor allem nicht, dass unsere Fraktion gleich groß bleibt, sondern Urs, dass ihr dann, ja, dass wir sehr, sehr stark wachsen mit euch. Das fände ich eine sehr coole Zukunftsperspektive, weil nur so, glaube ich, kriegen wir bessere Gesetze. Aber selbst aus unserer Position raus, als kleinste Oppositionsfraktion, habe ich gesehen, dass es Bewegung gab. Und ich will jetzt nur einige wenige Beispiele sagen, um, ja, damit wir auch noch zu anderen Sachen kommen. Was mich aber wirklich überrascht hat, das habe ich erst neulich festgestellt, als ich auf die 3 Jahre zurückgeschaut habe. Ganz am Anfang 2018 habe ich einen Antrag zur Windkraft gestellt, dass es eine Südquote geben soll, also dass bei Windausschreibungen ein bestimmter Anteil in die Südflächenländer gehen soll, weil da überhaupt kein wenig Ausbau stattfindet. Also Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz aus wirtschaftlichen Gründen. Und es wurde tatsächlich dann im EEG im letzten Jahr übernommen, als ein Beispiel. So nach 3 Jahren, natürlich war die Forderung nicht nur von mir, aber es war tatsächlich ein Antrag, das 1:1 übernommen wurde. Wir haben sehr, sehr lange gekämpft für den CO2-Preis. Wir sind noch nicht zufrieden damit, wie er ist. Aber er ist tatsächlich verabschiedet worden. Und es ist ein Element Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger reingekommen, was wir in der Fraktion auch, woran wir ewig lang gearbeitet haben, dass wir das unbedingt wollen. Das war auch sehr cool für mich zu sehen. Und letzter Punkt, das ist jetzt nicht so was Konstruktives, aber da komme ich zurück zum Kohledeal, sondern die Abwehr von etwas Negativem. Uns hat sehr aufgeregt, dass die Kohlekonzerne so viele Milliarden bekommen sollen für nicht mehr Klimaschutz. Und wir haben immer darauf gehofft, dass die EU-Kommission da nochmal die Bremse reingeht, weil die Bundesregierung, wie gesagt, Klimaschmutzlobby da nicht besonders fortschrittlich ist. Und die EU-Kommission hat gesagt, sie will das überprüfen und sie sieht nicht, warum die Kohlekonzerne so viele Milliarden bekommen. Und ich hoffe sehr, dass das noch kassiert wird. Und auch das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich glaube, es geht was, aber da stimme ich allen in der Runde zu, es ist noch viel zu wenig für die Aufgabe, vor der wir stehen. Also es muss viel, viel radikaler noch werden. Ja, vielen Dank, Lisa. Ich wollte noch erwähnen, dass Lisa vielleicht zwischendrin mal diese Diskussion verlassen muss. Ist das noch so oder hat sich das erledigt? Es ist so, also sie muss an einer Abstimmung teilnehmen, was sich erst spontan ergeben hat, jetzt nur so als Vorwarnung. Aber diesen Impuls würde ich gerne aufnehmen. Du hast ja gesagt, du wünschst dir, dass Grüne wesentlich stärker werden. Es hat sich ja tatsächlich auch ein bisschen was geändert sozusagen in der politischen Landschaft. Und ich würde da gerne eine Frage, die uns gestellt wurde hier oder euch besser gesagt, gerne mit aufnehmen. Ihr habt ja natürlich mitbekommen, dass am Montag Annalena Baerbock sozusagen ihren Ring geworfen hat, als Kanzlerkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen anzutreten.
beantworten. Taugt Annalena Baerbock für euch jetzt speziell die Frage an Franziska und Helena zur Klimakanzlerin? Traut ihr, wenn sie das jetzt würde, traut ihr ihr mehr zu als das, was jetzt im Moment Sache ist? Also ich kann ja gerne mal anfangen, weil das waren ja eigentlich zwei Fragen. Klimakanzlerin wurde übrigens auch schon Angela Merkel genannt. Nicht so richtig was geworden. Besser als das wir jetzt haben, ist vieles. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch über Annalena Baerbock sagen. Aber die Maßstäbe sind ja ganz andere, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und das war eigentlich, ich wollte auch noch mal einen Punkt am Anfang klarifizieren, wenn ich sage, wir haben kein Erfolg oder so. Und wir haben ganz viele Menschen bewegt, ganz viele Menschen engagieren sich, ganz viele Menschen gehen ins Parlament. Es findet Umdenken statt in Konzernen, in Institutionen, in Regierungen. Und das ist super cool und das ist natürlich unser Verdienst als Bewegung. Aber die Frage ist natürlich, an was messen wir das? Und von Anfang an war unser Maßstab als Fridays for Future das 1,5-Grad-Ziel. Können wir die Klimakrise aufhalten? Und das haben wir bis jetzt, also da sind noch nicht die notwendigen Schritte gefolgt. Und das ist eigentlich auch der Maßstab, an dem wir Annalena Baerbock messen müssen. Und bis jetzt, ich meine, ich freue mich, wenn das irgendwie noch weiter nachgeschärft wird, aber bis jetzt gibt es noch große Lücken im Green-Parteiprogramm und das ist auf jeden Fall die Stelle, worauf ich schaue. Ich halte nicht so viel von Personenwahlkampf, muss ich sagen. Und da sehen wir, dass es noch ganz viele Bereiche gibt, die noch verändert. Da muss noch irgendwie große Veränderung stattfinden, damit das ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm ist. Und das ist der Maßstab, an dem ich irgendwie an dem wir als Bewegung auch diese Kandidatur messen. Da reden wir über Sachen wie ein Autobahnmoratorium, was zum Beispiel mal versprochen wurde, was jetzt irgendwie doch nicht drin steht. Wir reden über Sachen wie ein Ausstieg aus Öl und Gas, also aus wirklich allen fossilen Brennstoffen. Wir reden darüber, irgendwie eine Wärmewende durchzuführen. Ich glaube, letztendlich braucht es eine größere Vision. Und das ist ja eigentlich, also ich habe das Gefühl, ganz oft fällt der Begriff radikal. Und wir wissen eigentlich nicht, was das bedeutet. Meinen wir mit radikal, ich habe das Gefühl, das sagen viele, die sich jetzt radikal sehen wollen, das ist an der Wurzel anpacken, irgendwie reden dann über die Herkunft des Wortes. Meinen wir mit radikal ganz dolle? Ich habe das Gefühl, das ist eher so der Wahl. So was meinen wir damit? Und für mich ist radikal, wir brauchen eine riesen Transformation in unserer Gesellschaft, um 1,5 Grad einzuhalten. Wir müssen Veränderungen auf so vielen Bereichen sehen. Und diese Veränderung kann aber auch richtig cool sein, weil wir damit Städte schaffen, die für Menschen sind, weil wir damit saubere Luft schaffen, weil wir damit eine Gesellschaft schaffen, die nicht auf irgendwie eine Ausbeutung von Ressourcen und Menschen irgendwie aufbaut. Und ich glaube, das braucht es. Wir müssen diese Geschichten erzählen. Und gerade in diesem Moment, wo es so vielen Leuten schlecht geht in dieser Pandemie, wo ganz, ganz viele Menschen leiden, weil sie Familienmitglieder verloren haben, weil sie keinen Job haben, weil sie den ganzen Tag alleine zu Hause sitzen, gerade in diesem Moment müssen wir andere Geschichten erzählen davon, wie kann es besser sein und was kann alles so cool sein. Und genau, und das sehe ich noch nicht so, aber ich wünsche irgendwie den Grünen viel Glück im Wahlkampf und so. Dazu würde ich echt gern was sagen. Ja, natürlich, sofort. Ich wollte gerne noch mal kurz einmal die Frage nach der Klimakanzlerin an Franziska, bitte. Und dann kommt Lisa. Ja, ich würde Helenas Antwort schon mal gänzlich für mich mitbeanspruchen und dann einfach ergänzen. Und zwar tun wir ja die ganze Zeit, wenn wir über so eine Klimakanzlerin Annalena Baerbock reden, so als wären die Grünen bislang eine reine Oppositionspartei. Und wenn wir dann die Realität betrachten, dann ist es erstens schlicht nicht so. Und dann zeigt sich eben auch, dass diese grüne Utopie, wie sie dann gerne gezeichnet wird und himmelhochjauchzend bejubelt wird, dass die nicht unbedingt immer so existiert. Die Grünen regieren im Großteil der Landesregierung mit. So, und da zeigen sich eben die Widersprüche zwischen irgendwie blumigen, tollen Ankündigungen und dann eben dem, was real passiert. Ich glaube auch, dass natürlich Annalena Baerbock einen enormen Vorteil hat, wenn man sich anguckt, gegen wen sie da jetzt gerade antritt, also einen Laschet und einen Scholz. Gut, kann man so stehen lassen fast schon, aber die Art und Weise, wie Laschet über die Klimakrise redet, wenn er sich dann doch mal dazu durchringen kann, von Klima zu sprechen, und wie Annalena Baerbock davon redet, das ist manchmal, und das mag jetzt eine kontroverse These sein, gar nicht so weit voneinander entfernt. Also auch Annalena Baerbock sagt dann vor allen Dingen, wir müssen die alle einladen. Veränderung schafft Halt, war ein Motto der Grünen im Winter.
Ja, da geht es dann viel um Wasserstoff, da geht es viel um E-Mobilität, da geht es darum, wettbewerbsfähig zu bleiben, irgendwie Klimatechnologie made in Germany. Und das ist aber alles nicht, finde ich, Vokabular von dem Umbruch, das wir brauchen. Da hat Baerbock beispielsweise einmal irgendwie gesagt, Klimarevolution ist in etwa so aufregend wie ein Bausparvertrag. Und da muss ich ganz einfach sagen, nein, eine richtige Klimarevolution ist eben sehr viel aufregender als ein Bausparvertrag, spricht aber eben vielleicht auch eine andere Klientel an. Und zwar nicht die, die sich mal eben ihren Bausparvertrag einheimsen können. Ich glaube, die Lösung ist auch nicht nur eine Klimakanzlerin zu haben. Die Lösung ist eine gesamtgesellschaftliche Revolution sozusagen. Es ist ja nicht nur, dass die Klimakrise Menschen betreffen wird, so, und sie betrifft auch nicht erst in der Zukunft Menschen. Es ist eben auch so, dass gerade in der Corona-Krise wahnsinnig viele Menschen ihre Jobs verloren haben, dass wir jetzt sehen, was neoliberale Politik in den letzten 30 Jahren angerichtet hat an Investitionsstau und eben, wie sie viele Menschen zurückgelassen hat. Und ich glaube, da müssen wir anknüpfen. Es geht gar nicht nur ums Klima. Es geht darum, Klima und Soziales zusammenzubringen, zu einer gesamtgesellschaftlichen Revolution, große Schritte in die Zukunft zu machen, in Sachen Strukturwandel, Arbeitsplatzsicherheit für Leute schaffen, soziale Sicherheiten schaffen. Und dann haben wir auch die Mehrheiten, um in die Zukunft zu gehen beim Klima. Aber da legt Annalena Baerbock bislang nicht ihren Fokus drauf. Und trotzdem wird natürlich versucht, möglichst immer zu suggerieren, man steht so wahnsinnig nah an der Klimabewegung. Ich glaube, es ist Aufgabe der Klimabewegung zu zeigen, wo der Hammer hängt und wo es wirklich hingehen muss. Und dann zeigt sich schon auch noch der Kontrast. Nur weil die Grünen es ein bisschen besser beherrschen, über Klima zu sprechen an der Stelle als die anderen Parteien, ist es ja noch lange nicht genug. Also ich glaube, da haben wir noch einen guten Weg bis zum notwendigen Maß. Ja, vielen Dank. Lisa, was hast du darauf für eine Antwort? Ja, sehr gerne. Also ich meine, die Debatte ist ja so ein bisschen auch ritualisiert. Die führen wir immer mal wieder. Und es ist ja auch die Rolle der Klimabewegung, kritisch zu sein und uns Feuer unterm Hintern zu machen. Und ganz ehrlich, das Wahlprogramm wäre wahrscheinlich nicht so viel progressiver als frühere Programme, wie es ist. Ohne die Klimabewegung, ohne die Änderungsanträge, ohne den medialen Druck. Und das finde ich auch gut so. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen die Rhetorik verändern und zum Beispiel sehen, dass das 1,5-Grad-Ziel konkret in unserem Grundsatzprogramm drinsteht, dass wir in unserem Wahlprogramm drinstehen haben, dass wir bis 2030 -70% Emissionen haben wollen und anderes, was ich glaube, auf die kurze Frist, wir sagen immer, wir müssen sehr schnell die Klimakrise angehen und nicht irgendwelche Daten in 2050 oder sonst wann hinstellen. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, nehmen wir mal an, dass wir regieren, dass wir in diesen 4 Jahren substanziell CO2 einsparen und zwar nicht irgendwelche wolkigen Pläne zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also man muss ja nicht nur drüber reden, so man muss es auch machen. Und ich habe tatsächlich ganz konkret erlebt, wie das ist, das zu machen. Also ich wurde vor Ort von Windkraftgegnern beschimpft. Ich habe versucht, in Bürgerversammlungen Leute zu überzeugen. In vielen Fällen ist es auch gelungen. Aber Energiewende ist halt echt Handarbeit vor Ort. Also deswegen, so, wir brauchen die Pläne, wir brauchen den Antrieb und auch Radikalität in eurem Sinne. Vielleicht definieren Sie das ja auch unterschiedlich. Aber es muss dann auch ganz konkret auch umgesetzt werden vor Ort und in den Verwaltungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Baden-Württemberg anschauen, da ist es ja so gewesen, wenn man jetzt ein bisschen strategisch denkt, es gab viele kleinere Parteien, unter anderem auch die Klimaliste. Und das waren zum Beispiel die Prozent, die gefehlt haben für Grün-Rot-Rot und für eine noch progressivere Politik in Baden-Württemberg. Also ich bin wirklich dafür, es gibt ja auch die Studien von Fridays for Future, wie schnell man klimaneutral werden kann, werden sollte. Wobei dieselben Institute dann auch andere Studien machen, wo sie einen späteren Zeitpunkt vorschlagen. Also deswegen, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns weniger an diesem Abstrakten verlieren, sondern ganz konkret klar machen, wo wollen wir jetzt hin, was wollen wir jetzt umsetzen. Und zum Beispiel ein Autobahnmoratorium macht keinen Sinn, wenn man regiert. Das fordert man als Opposition. Wenn man regiert, will man kein Moratorium, sondern dass diese Straßen dann auch nicht nach einem Jahr gebaut werden. So, das ist einfach der Unterschied. Deswegen hat sich auch der Duktus verändert und deswegen hat sich auch dieses Wort verändert, weil du es jetzt angesprochen hast im Wahlprogramm, Helena. Und deswegen, ich bin für einen fairen, offenen Dialog. Ich glaube auch, dass zum Wahlprogramm noch Änderungsanträge kommen werden. Ich denke, dass viele gute Dinge da schon eingeflossen sind. Aber die Hauptsache ist dann auch nicht das Wahlprogramm, sondern was wir tatsächlich umsetzen. Und innerhalb von ein paar Jahren eine substanzielle CO2-Einsparung hinzukriegen, wird krass. Es wird nicht einfach. Und wir brauchen, ja, auch wenn es abgegriffen ist, wir brauchen dieses breite gesellschaftliche Bündnis.
Und ich finde, Mut zur Veränderung finde ich keine Phrase, sondern was wir die letzten Jahrzehnte in Deutschland erlebt haben. Also ich stehe vollkommen hinter diesem Slogan, muss ich ehrlich sagen. Weil was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben in Deutschland war Stagnation, das Bessere ist Feind des Guten. Und wenn wir ein bisschen weiter wursteln, dann wird es schon. Wirkliche Veränderung, das hat es nicht selten gegeben und auch kaum jemanden, der mal eine Kampagne damit gemacht hat, weil man gesagt hat, oh, die Leute haben einfach Angst vor Veränderung. Und wir drehen es jetzt komplett um und sagen, nein, nur durch Veränderung, auch Liebgewonnenes, werdet ihr aufgeben müssen, kriegen wir diese krisenfeste Gesellschaft hin. Und das ist für mich ist das ein vollkommener Paradigmenwechsel im Thema Kampagnen, in der Politik, wie wir sie erleben. Und das in der Praxis auch umzusetzen, nämlich zum Autogewerkschafter dann zu sagen, ich habe bei mir viele Autozulieferbetriebe, halt durch Veränderung heißt, dass es dein Betrieb so nicht mehr geben wird in 5 Jahren, aber stattdessen vielleicht ein neues Start-up daneben und du bist irgendwo anders beschäftigt. Das müssen wir erst noch rausfinden, vielleicht im ÖPNV. Vielleicht gibt es aber auch gar keine Anschlussbeschäftigung für dich. So, das ist das, was wir dann konkret runter zirkulieren müssen auf die kommunale Ebene, auf die regionale Ebene, auf die Länderebene. Und das geht eben nur mit Bündnissen. Und ich finde es nicht so schwer, Bündnisse zu schließen. Man kann da auch klare Kante geben. Ich war auch schon bei Autokonzernen und ich habe zu denen gesagt, ich bin für den Aus des Verbrenners 2030. Kann man immer noch sagen, das ist zu spät. Aber wir sind auch immer dabei, das weiter vorzuziehen. Aber wir sehen, dass in der EU sich jetzt auch insgesamt eine Diskussion Richtung 2030 ergibt. Das heißt, klare Kante und klare Forderungen zu verbinden mit einer Dialogfähigkeit ist zumindest politisch gesehen, ich glaube, für die Bewegung ist es anders, aber für Politikerinnen und Politiker ist es für mich ein authentischer Weg, grüne Themen voranzubringen und Lösungen gegen die Klimakrise zu finden. Deswegen, ich stehe voll dahinter, hinter unserem Slogan und hinter dem Wert, die dahinter steht. Und ich habe das konkret vor Ort erfahren mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen. Und deswegen freue ich mich auf den Wahlkampf. Ich glaube tatsächlich, um darauf zu reagieren, die Zulieferbetriebe in der Automobilindustrie, das ist ein konkreter Punkt, wo es auch total Bündnisse braucht. Ich glaube, da ist zum Beispiel die Klimabewegung auch total, total dran. Deshalb gab es ja dann Bündnisse mit Gewerkschaften und so. Ne? Wenn man in den Automobilkonzernen, in den Zulieferbetrieben, bei den Arbeitenden dort selbst nachfragt, dann zeigen eben immer wieder Umfragen, so Menschen sind auch total bereit, Veränderungen mitzugehen, wenn man ihnen halt im Umkehrschluss Sicherheit schafft. Also Menschen sind total bereit für sowas wie Konversion, also dass einfach andere Dinge produziert werden. Wir haben ja die Automobilindustrie gesehen, die in der Corona-Pandemie plötzlich medizinische Geräte produzieren konnte oder so, die auch total bereit sind, was anderes zu machen, die ja auch einen Beitrag leisten wollen zu ökologischer Veränderung. Aber das ist eben dann, und da würde ich tatsächlich sogar zustimmen, Aufgabe von Politik, da Sicherheit zu schaffen für Menschen. Weil es kann ja nicht auf den Rücken und auf den Schultern der Beschäftigten in der Kohleindustrie oder der Beschäftigten in der Automobilindustrie ausgetragen werden, dass keine Ansagen gemacht werden. Und insofern, wenn der Slogan Veränderung schafft halt und letztendlich nach der Bundestagswahl dann so zu interpretieren ist, dass die Beschäftigten in den Zuliefererbetrieben sichere Perspektiven erhalten, gute Perspektiven, dass sie vielleicht sogar auch andere Mitbestimmungsrechte in den Unternehmen erhalten und ein gerechter Strukturwandel funktioniert, bin ich total dabei. Glaube ich dran? Noch nicht, aber ich lasse mich gern überzeugen. Ja, ihr habt schon tendenziell eine Frage beantwortet, die sich speziell an euch, Helena und Franziska, richtete, ob ihr eigentlich das Gefühl habt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung hinter der Klimabewegung steht. Das ist eigentlich ja genau das, worüber wir gerade sprechen. Es ist einfach die Frage, welche Rolle spielt das eigentlich, wie anschlussfähig man sozusagen an den Mainstream ist, um Veränderungen zu bewirken. Also könnt ihr nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch Angst haben vor dieser Veränderung, die Angst haben, dass sie ihre Jobs verlieren, dass sie auch ihre liebgewonnenen Gewohnheiten verlieren, wie zum Beispiel Auto zu fahren und Angst einfach vor, ich sage jetzt mal, vor der Verbotspartei, wie das immer so schön heißt. Und wie sollte man, also könnt ihr euch sozusagen erklären, dass vielleicht eine Partei dann auch, die dann auch gewählt werden will, diese Menschen dann vielleicht auch ansprechen muss, beziehungsweise ihnen ein bisschen die Angst nehmen, und ist nicht sozusagen die Alternative
dass diese Partei dann eben, die Grünen jetzt speziell, dann eben gar nicht erst gewählt werden und dann also die Aussichten auf mehr Klimaschutz eigentlich noch geringer sind. Wie würdet ihr das sehen? Vielleicht Helena nochmal als okay, erstes. Das waren jetzt viele Fragen. Ich versuche mal so ein bisschen zu sortieren. Erstens steht die Mehrheit hinter uns. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt gar nicht wichtig, ob die Mehrheit hinter der Klimabewegung an sich steht. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir Massen bewegen können, dass viele Menschen mit uns stehen, nicht nur hinter uns. Und was wir aber auch sehen, dass es Mehrheiten in der Gesellschaft gibt für Klimaschutz. Ich habe irgendwie gerade nochmal auf Umfragen von, es war Dezember, aber quasi auch noch in der Corona-Krise, war trotzdem mehr als die Hälfte der Befragten quasi, fanden, dass Klimaschutz eines der drei wichtigsten Anliegen für eine Bundesregierung sein sollte. Also wir sehen, es gibt auf jeden Fall, es hat nicht so viel mit meinem Gefühl zu tun, wir wissen eigentlich statistisch, objektiv, gibt es auf jeden Fall viele Menschen in der Gesellschaft, die die Klimakrise irgendwie bekämpft sehen wollen. Das erstmal so dazu. Jetzt habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, was die weiteren Fragen waren. Ah, haben Menschen Angst vor Veränderung? Auf jeden Fall. Ich glaube, weil oft in der Geschichte Umbruch mit Leid zu tun hatte. Umbruch hat immer bedeutet oder oft bedeutet, dass Menschen ihre Arbeit verloren haben oder ihr soziales Netz oder was auch immer. Also wir wissen, dass große Veränderungen auf uns zukommen und ich glaube, es ist gerade unsere Aufgabe, darüber zu sprechen, wie kann diese Veränderung so stattfinden, dass sie eben kein Leid erzeugen. Und ich glaube aber, wenn Leute sich unsicher fühlen, dann zeugt es ja von, oder wenn Leute ängstlich sind, dann zeugt es ja einerseits vielleicht von dem Eindruck, dass sie sich jetzt nicht geschützt gefühlt haben von Politik, dass sie sich nicht irgendwie aufgefangen gefühlt haben, dass sie sich nicht sicher sind, dass das passieren wird. Und ich glaube, andererseits sind diese Narrative von diese Veränderung ist so schlimm und wir wollen den Leuten ihr SUV wegnehmen und so weiter, das sind ja irgendwie auch rechte Narrative. Also wir benutzen das, um extra diese Angst zu schüren bei Menschen, dass wenn irgendwie die links-grün-faschistischen Aktivisten ihre Agenda durchsetzen, dann wird alles schlimm und man darf gar nichts mehr sagen und was auch immer. Also das sind ja diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, gerade dem entgegen müssen wir die Geschichten davon erzählen, wie, dass wir eigentlich gar nichts verlieren, sondern vielleicht gewinnen dadurch, dass wir zum Beispiel unsere Mobilität verändern, dass wir unsere Städte verändern. Und genau, das ist ja so ein bisschen mein Blick auf die Dinge, was jetzt, es waren irgendwie noch viele andere Fragen, aber vielleicht kann ja jemand anderes weitermachen. Ja, Franziska, vielleicht nochmal zu der Frage der Mehrheiten und wie man sozusagen sich verhalten muss, um tatsächlich Mehrheiten zu gewinnen. Ja, also ich glaube, wenn man immer so diese Aussagen vorschiebt, man muss die Leute mitnehmen und Leute haben Angst vor Veränderungen, dann verkennt man total, wie viel Angst Menschen gerade schon haben vor der Gegenwart und angesichts der Gegenwart. Also es erschüttert uns eine Krise nach der anderen. Alles, was ich politisch kennengelernt habe, sind eigentlich Krisen. Ich kenne keinen anderen politischen Zustand als Krisen. Und ich glaube, das ist nicht eine Generationenfrage jetzt, sondern das wird immer mehr Menschen bewusst. Und die einzige Aussicht auf die Zukunft ist gerade auch eine einzige Krise, die immer weiter eskaliert. So, und wenn ich mit Menschen spreche, so wie man das vielleicht sonst aus dem Wahlkampf kennt, ne, dass man an Haustüren klopft und tatsächlich mit Menschen ins Gespräch kommt, so dann hört man ganz viele Geschichten davon, dass Menschen eigentlich gerade die Hoffnung aufgeben, dass Menschen eigentlich sich sowieso nicht gesehen fühlen, sowieso nicht gehört fühlen. Und ich glaube, dazu geht es, einen Kontrapunkt zu setzen. Glaubt man Umfragen, dann ist immer die Antwort, ich traue keiner Partei die Lösung von Zukunftsproblemen, immer die beliebteste gegenüber irgendeiner Parteiauswahl. Und insofern, glaube ich, ist das da, wo man anknüpfen muss. Und da geht es tatsächlich darum, Wohlstand für alle hinzukriegen, statt irgendwie, ja, dass wenige in krassem Überfluss leben und dadurch irgendwie im globalen Sinne und aber auch in Deutschland Krisen provozieren und Krisen befeuern. Insofern, also ich glaube, diese Angst vor Veränderung, natürlich gibt es die, weil Veränderung ist ja erstmal unsicher. Aber demgegenüber steht eben die Ohnmacht und die Angst vor der Gegenwart. Und es braucht politische Antworten,
die dem was entgegensetzen, die Wege aus der Ohnmacht beschreiben. Ich glaube, da hat zum Beispiel haben auch wir irgendwie als AktivistInnen Probleme, weil man politisch schon dachte, wow, Fridays for Future, das ist ja das größte Ding, was es politisch gab in den letzten Jahrzehnten. Und es wurden so viele Menschen mobilisiert. Aber letztendlich kenne auch ich das Gefühl, dann von der Demo nach Hause zu kommen und dann wieder allein zu sein und das Gefühl zu haben, ja geil, es hat sich einfach gar nichts geändert. Und ich glaube, jetzt geht es um die Frage, so was sind denn tatsächlich Wege, die Menschen Hoffnung geben? Und da konkurrieren jetzt nicht mehr nur Parteien, umeinander sind da, sondern da sind eben auch wir da. Und es geht jetzt darum, Menschen zu organisieren, wirklich Verbundenheit und Kraft zu schaffen und Macht zu gewinnen als Bewegung. Und ich glaube, es ist jetzt ein offenes Ding auch, dass Aktivistinnen und dass Bewegungen versuchen, Menschen ebenfalls zu organisieren, weil es eben reale Alternativen gibt dazu, dass sie einfach frustriert sind. So. Und Parteien müssen da liefern und wir umgekehrt können Arbeitende in Betrieben mit organisieren. Wir können all die organisieren zum Beispiel, die noch auf der Straße gefehlt haben oder die es braucht und Stellen zivilgesellschaftlicher Macht sozusagen ausbauen. Aber klar, Angst vor Veränderung gibt es. Man kann ihr nur was entgegensetzen. Und ich glaube, ihr was entgegenzusetzen heißt nicht, die Probleme kleinzureden und auch nicht die Veränderung kleinzureden, sondern es heißt halt ernsthaft den Eindruck zu erwecken, dass man es sowas von ehrlich meint, damit für und mit Menschen zu kämpfen. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, dann sind auch viele Menschen halt viel bereiter, wieder große Schritte zu machen, als das eben der Fall ist, wenn plötzlich vor der Wahl dann doch alle wieder da sein wollen für die Menschen. Ich glaube, ja, wir sind in einer misslichen Lage, aber es gibt halt auch Wege daraus. Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe in meinem Fragenkatalog hier bislang keine Meldungen, dass jemand hier rein möchte und direkt eine Frage stellen. Es war irgendwie eine da, die ist aber irgendwie wieder verschwunden. Ich würde da ganz gerne an diesem Punkt, also macht das gerne, könnt auch einfach nur per Ton euch zuschalten oder eben halt auch per Video, weil dann die ganze Diskussion noch etwas auf jeden Fall bereichert wird. Ich würde da ganz gerne, was du eben gesagt hast, Franziska, noch mal ein bisschen weiter nachfragen. Es wird ja immer gesagt, wir haben keine Zeit. Also dieses wir haben keine Zeit, das höre ich schon ungefähr 10 Jahre mindestens. Wir haben keine Zeit, um die Erderwärmung, die Erderhitzung zu stoppen. Und deswegen ist das nächste Jahrzehnt so entscheidend, dass da ein paar politische Rahmenbedingungen auch gesetzt werden, damit das überhaupt gelingt. Kann. Und das, was du da skizziert hast, das ist ja wahrscheinlich, ist auf jeden Fall richtig, ein guter Ansatz, also an dem Ohnmachtsgefühl umzusetzen. Aber das klingt einfach so, als würde das sehr lange dauern. Also das wird auf keinen Fall eine Sache sein, die man wahrscheinlich auch nicht in diesen 10 Jahren. Und es ist ja auch, ne, also das würde ich ganz gerne nochmal so vor dem Hintergrund vergangener Bewegungen. Ich meine, es gibt ja schon einige Ansätze, die sowas Ähnliches versuchen. Ich erwähne jetzt zum Beispiel an dieser Stelle mal Transition Town, also die sind ja, haben so einen lokalen Fokus. Das war eigentlich genau dieser Ansatz. Wir organisieren die Menschen vor Ort und dieses vor Ort hat dann ja immer noch eine stärkere mobilisierende Wirkung, weil man ja konkret was verändert und sich nicht über eine abstrakte Idee organisiert. Aber die Transition Town hat jetzt die Gesellschaft auch nicht umgekrempelt und viele andere Grassroot-Bewegungen auch nicht. Also das hat immer nur sozusagen eine gewisse Reichweite. Also woher nimmst du den Optimismus? Also A, dass dieser Weg schnell genug ist und B, dass sich so viele Menschen dem tatsächlich anschließen. Also was man bislang eigentlich beobachtet, also mindestens auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ist, dass es ein Nischenphänomen ist. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hätte wahnsinnig gern die Hoffnung, dass es auf einem anderen Wege ganz sicher geht. Und ich meine, diese Aussage, wir haben keine Zeit, ist ja eigentlich seit 30 Jahren auch schon real und ist ja wahr. Die wird ja nicht weniger wahr dadurch, dass sie ja auf immer kürzere Zeitabstände bezogen wiederholt wird. Aber ja, wie tatsächlich so dieses Phänomen von Graswurzelbewegung und von Bewegungen im Allgemeinen jetzt machtvoll werden kann und machtvoll genug, ist, glaube ich, noch mal drängender, seit so viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, okay, 1,4 Millionen auf der Straße reichen anscheinend noch nicht. Irgendwie und 2 Jahre streiken reicht vielleicht auch noch nicht. Und ich glaube, der Punkt ist, es gibt schon so wahnsinnig viel.
es gibt ja diese Widerstände. Es gibt die Widerstände überall auf der Welt. Es gibt sie vor allem von Menschen im globalen Süden, die besonders betroffen sind, beispielsweise von der Klimakrise. Es gibt Indigene, die sich gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume, ihrer Heimaten wehren, die nur halt einfach hier nicht so wahrgenommen werden und einfach über die wir so hinwegschweigen. Es gibt diese ganzen Menschen, die sich bei Fridays for Future, bei Ende Gelände, bei Extinction Rebellion, im Humbi, im Dani politisiert und radikalisiert haben. Es gibt Gewerkschaften, die antreten, um gesellschaftlich umzuverteilen. So, es gibt ja auch Menschen in Parteien, die für das Gleiche kämpfen. Das heißt, es ist nicht so, als würden wir jetzt morgen rausgehen oder heute und das erste Mal mit Menschen sprechen und sagen, sag mal, was hältst du eigentlich von Bewegung? Sondern da gibt es wahnsinnig viel. Und es geht jetzt halt darum, diese ganzen Kräfte zusammenzuführen, transnational und für eine gemeinsame Agenda. Und vor allen Dingen geht es darum, immer weiter Schwachstellen im System zu finden. Also vielleicht ist die Zeit vorbei, wo man an Herrn Altmaier appelliert. Vielleicht muss man jetzt an die Konzerne direkt ran und dann auch einfach nicht nur sagen, ihr seid blöd, sondern vielleicht finden wir ja Wege, aber das würden wir dann jetzt nicht auf so einem Panel vielleicht verraten, wie man die gut angreifen kann. Also ich glaube, so da gibt's viel zu tun, da gibt es viel Potenzial. Und konkret habe ich die Organisation Justice Global Europe mitgegründet mit einigen. Und wir sind die Schwesternorganisation einer amerikanischen Organisation, die den Titel Justice is Global auch trägt, dementsprechend. Die wiederum sind vernetzt mit OrganizerInnen in Asien verstärkt. Und deshalb, so, es kommt zusammen. Ich glaube, es kommt gerade weltweit und in Deutschland ganz, ganz viel zusammen. Menschen verbünden sich neu und in anderen Konstellationen. Und es wird Kraft entfalten. Die Frage ist immer, ob es reicht. Aber die können wir nicht abschließend beantworten. Aber ich glaube natürlich, Bewegungen und disruptive Momente, die durch Bewegungen entstanden sind, waren die Momente in der Geschichte, wo dann auch... Ich höre gerade Franziska nicht mehr. Das Bild ist eingefroren, leider. Gut, dann warten wir einfach mal eine Weile und hoffen, dass sie gleich wieder reinkommt. Ich würde gerne noch mal euch bitten und auffordern, euch nochmal zu melden bei Fragen und Antworten mit V und T, wenn ihr hier rein wollt in diese Diskussion. Wir würden ganz gerne auch mal jemanden zu sehen kriegen oder zu hören kriegen, der diese Diskussion verfolgt. Und also Franziska scheint wieder da zu sein, aber ich würde ganz gerne nochmal den Ball an Urs spielen. Wie ist denn deine Einschätzung zum Thema Veränderung? Also wie viel disruptive Veränderung schafft unsere Gesellschaft? Und was ist sozusagen der Weg, um diese Veränderung tatsächlich zu erreichen, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, eine Sache, die... ich ganz gut jetzt einbringen kann, ist vor allen Dingen dieser Weg, den ich ja auch gemacht habe von Fridays for Future und auch in die Parlamente, zeigt ja so ein bisschen, dass eigentlich diese Brücke und auch diese Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Und ich bin schon der Meinung, dass, also das habe ich bei mir selber auch gemerkt, am Anfang dachte ich, naja gut, wir haben jetzt hier unsere Forderungen, ich habe ja diese Forderungen da auch irgendwie mit ins Leben gerufen bei Fridays for Future, und das war nicht einfach, diese ganze Bewegung hinter ein Papier zu bekommen. Es gibt auch in Bewegungen ganz viele unterschiedliche Meinungen, was man ja vielleicht auch zumindest, was diesen Punkt der Radikalität, den wir jetzt angesprochen haben, was sich vielleicht da auch häufig äußert. Aber ich habe schon gemerkt, wie sich mich auch selber in den Parlamenten dann verändert hat, wenn man mit viel mehr Leuten noch aufeinander trifft, wenn man Kompromisse aushandeln will. Und das ist natürlich am Ende eine Riesenfrage, wie weit kriegen wir politische Mehrheiten für Kompromisse und in welche Richtung schlagen die aus? Und für Magdeburg kann ich jetzt nur sagen, da haben wir wirklich eine linke Mehrheit zustande gekriegt und damit auch das geschafft. Ob das jetzt reicht, ist auch wieder die Frage, was Franziska gerade gesagt hat. Ich weiß auch nicht, ob es am Ende dafür reicht. Aber ich will das auf einem parlamentarischen Weg mit irgendwie Mehrheiten schaffen, wenn wir stark sind, genau diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich eine Riesenchance in diesem Jahr, dass wir da wirklich andere Mehrheiten kriegen. Lisa hat das vorhin erwähnt. Und ich bin da nicht so pessimistisch, wie es vielleicht jetzt irgendwie angeklungen ist, weil ich schon glaube, was für Veränderungen sich ergeben können, wenn man tatsächlich auch politischen Willen hat. Das zeigt vielleicht auch irgendwie die
Corona-Pandemie, was wir jetzt irgendwie erlebt haben, was auf einmal irgendwie produziert wurde, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, dass die Politik gerade in manchen Punkten versagt, aber was das ausgelöst hat, vielleicht auch eine Innovation und dass wir jetzt heute irgendwie miteinander zoomen, wäre vielleicht auch nicht daran vielleicht so gewesen. Das sind alles solche Sachen, wo ich schon glaube, dass sich am Ende auch viel bewegen kann und da hoffe ich auf jeden Fall, dass das sich am Ende des Jahres auch so verändert in der Richtung und da bin ich auch hoffnungsvoll, genau. Vielleicht so als Lisa, du bewegst deinen Stift. Es sieht so aus, als würdest du was sagen wollen. Ja, ich wollte noch mal zum einen Anregung für den Chat geben. Also ich darf morgen eine Rede halten zum Klimagipfel von Biden. Das heißt, wer Sätze hat, die ich dort an die Bundesregierung richten sollte oder an die Öffentlichkeit, bin für Anregungen in den Chat dankbar. Und ja, vielleicht habt ihr zufällig Ideen. Aber ja, jetzt nochmal zu dem, was gesagt wurde. Ich glaube tatsächlich auch, ja, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl und ich finde es total legitim zu sagen oder aus Bewegungssicht zu kritisieren, was nicht reicht. Ich glaube schon, dass man halt differenzieren muss und dann nicht einfach sagen kann, naja, keine Partei erfüllt ist. Also das wisst ihr ja selbst, dass es da durchaus qualitative Unterschiede gibt. Und ein anderer Punkt ist mir auch wichtig, neben diesen Forderungen und Inhalten ist, glaube ich, dieser Stil der Politik, mein Eindruck, was dieses Jahr sehr bewegt. Und zum Beispiel mehr Transparenz, Lobbyregister hinzubekommen, das ist es ist theoretisch auch eine überparteiliche Forderung. Es wurde jetzt auch von der Bundesregierung vorgelegt im Zuge der Skandale, die es gab. Aber ich glaube, das wäre auch ein Punkt, Franziska, was diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern befördern würde, wenn man einfach sagt, okay, bitte auf Heller und Pfennig, die Nebeneinkünfte, wofür arbeitet ihr? Macht euch nackig in dem Sinne als Volksvertreterinnen und Volksvertreter, weil in der Mittelpunkt sollte das Mandat stehen. Das steht jetzt schon im Abgeordnetengesetz, aber das ist leider nicht eingehalten worden. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen in der Pflicht, das zu befördern. Und das kann wirklich von jeder Partei, können das Leute machen. Und der andere Punkt, der auch überparteilich ist, aber ein Stil von Politik beeinflusst, ist diese ganze Frage der Bürgerinnenräte. Das ist natürlich auch ein Symbol erstmal, aber wir haben 70.000 Stimmenpetitionen für einen Bürgerinnenrat an den Bundestag bekommen. Und auch da, finde ich, sind wir überparteilich gefragt, uns dazu zu positionieren. Der Bürgerrat wird jetzt tagen. Und was passiert dann mit den Forderungen? Also ich glaube, das ist auch noch so ein Moment der Glaubwürdigkeit, wo ich auch weiß von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Parteien, die da auch positiv gegenüberstehen. Und das ist auch, in ein paar Monaten wird er dann fertig sein. Wieder die Frage, nimmt man die Bürgerinnen und Bürger jetzt ernst mit diesen Forderungen oder macht man das nicht? Also das sind zwei Punkte, die nicht, ich sage mal, unmittelbar parteipolitisch in diesem Jahr sind, aber wo ich glaube, dass die Leute sie auch bewegen. Das wollte ich noch einbringen. Wir hatten hier einen Teilnehmer, der sich einbringen wollte, und zwar Simon Weden. Der hatte diese Frage nach den Bürgerinnenräten. Simon, ich würde jetzt gerne fragen, möchten Sie vielleicht trotzdem noch ins Podium rein, um den Punkt noch ein bisschen zu stärken? Vielleicht mal kurz reinschreiben in Frage und Antwort, ob das Interesse noch besteht. Ja, das ist ja eine perfekte Überleitung gewesen. Hallo Lisa, das hast du sehr schön übergeleitet. Auch von Franziska hatte ich, glaube ich, mal am Rande aus einem Buchartikel oder so gelesen, dass ihr das Konzept der Bürgerinnenräte da als konstruktiven Beitrag seht in der Debatte darin, irgendwie tatsächlich diesen politischen und gesellschaftlichen Willen hin zu Veränderungen einzubringen. Genau, das, also sagen wir mal, ich gehöre zu dieser Organisation, die diese 70.000 Unterschriften gesammelt hat. Dementsprechend ist, glaube ich, relativ klar, dass ich dieses Projekt sehr stark unterstütze. Aber ich fände es ganz schön, in eurer Logik, die ihr gerade in der Debatte gerade schon sehr gut aufgemacht habt, dieses Instrument so ein bisschen einzuordnen, wo ihr die Potenziale seht und vielleicht auch die Grenzen des Instrumentes. Genau, das fände ich schön, davon den allen Teilnehmenden gerne was zuzuhören.
Ja, Lisa hat ja schon gerade was dazu gesagt. Vielen Dank für die Frage. Ich gebe das jetzt mal weiter an Urs. Mich? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema Bürgerinnenräte noch nicht so sehr viel beschäftigt. Grundsätzlich bin ich da eigentlich in vielen Punkten bei Lisa. Ich merke halt, wie viel die Beteiligung allgemein immer auch bei uns wichtig wird. Also wir haben das im Stadtrat auch viel, dass sich Bürger in der Zivilen jetzt gegründet haben. Und ich glaube nicht nur, dass gewählte Leute sich beteiligen müssen, aber ich bin da jetzt ehrlich gesagt, was den Punkt angeht, nicht offen. Inhaltlich jetzt kann ich da, glaube ich, nicht so viel sagen. Da ist Lisa eine bessere Ansprechpartnerin. Dann gebe ich aber die Frage jetzt erstmal an Franziska, die dazu eine sehr explizite Meinung hat. Naja, also ja, ich befürworte BürgerInnenräte grundsätzlich ihrer Idee nach. Ich glaube, die Chance dabei ist definitiv, dass ja, einfach das Spektrum, woher politische Entscheidungen kommen und wie Politik debattiert wird, sich verändert. Ich glaube, das Risiko bei BürgerInnenräten ist, dass sie halt so als so kaschierendes Partizipationsmodell gefahren werden. Wenn zum Beispiel ein Schäuble das super findet, dann bin ich da grundsätzlich erstmal misstrauisch. Aber ich glaube, die Chance ist halt wirklich, das zu verlagern. Wenn man sich anguckt, wie BürgerInnenräte in Irland oder in Frankreich dann votiert haben jeweils, dann glaube ich, zeigt sich dort, dass da schon eine Veränderung im Ton ist. Also in Irland war das konkret zu Schwangerschaftsabbrüchen. In Frankreich ging es tatsächlich auch ums Klima und zum Beispiel eine Reichensteuer fürs Klima. Also ich glaube, da können schon auch andere Ergebnisse einfach rauskommen. Ich sehe aber auch eine Grenze. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn es um Klimapolitik geht und dann eben damit auch um eine radikal andere Wirtschaftspolitik und eine Abkehr von unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise, dann halten wir dem manchmal so entgegen, so ja, da müssen wir nur die Demokratien ein bisschen optimieren und dann werden Prozesse ja auch anders und mit anderen Leuten getroffen und dann wird alles gut. Und manchmal, finde ich, fällt die Idee der BürgerInnenräte so ein bisschen in dieses Schema, dass man Politik so als so technokratisches Abwägen begreift und dann sagt, okay, wenn die BürgerInnen einfach sich mal zusammensetzen würden, dann würde alles super. Und ich glaube, da darf man eben nicht unterscheiden, dass es eben schon ideologische Interessen gibt und Unterschiede und dass es weiterhin Lobbys gibt, die gut organisiert sind und keine Veränderung wollen. Das darf man einfach nicht übergehen und da sehe ich dann die Grenzen von BürgerInnenräten. So insofern glaube ich, darüber hinaus braucht es dann die Organisierung und die Proteste und die gesellschaftliche Machtverschiebung. Aber grundsätzlich abseits von BürgerInnenräten, glaube ich, eine weitere Sache wären zum Beispiel Transformationsräte in den Strukturwandelregionen. Also das Beschäftigte aus den betreffenden Industrien, dass Menschen vor Ort, dass zusätzlich Umweltverbände und Gewerkschaften und PolitikerInnen vor Ort in so Räten zusammenkommen und auch Entscheidungen treffen können für die jeweilige Region und die Entwicklung dieser Region. Das wiederum sind Vorschläge, die auch Gewerkschaften und Co. haben. Und ich glaube, da können wir das Konzept der BürgerInnenräte einfach noch radikaler und weiterdenken an der Stelle. Aber insofern wäre das so das Feld, das ich abstecken würde. Jedenfalls aber mit einem klaren Ja zu diesen BürgerInnenräten. Vielleicht Helena noch kurz zum Thema BürgerInnenräte. Ich habe hier dann auch noch wieder einen neuen Anwärter, der in die Diskussion rein möchte. Also ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht so viel auseinandergesetzt mit wie andere Menschen dieser Runde. Ich glaube gerne. Ich glaube, wir brauchen viele coole Ideen, um die Klimakrise aufzuhalten, um möglichst viele Menschen zu involvieren. Und wenn man, während man aus der Kohle aussteigt, noch einen coolen BürgerInnenrat macht, wo die Menschen Ideen dazu entwerfen, wie wir diese Transformation so gestalten können, dass wir alle damit klarkommen, dann ist doch cool. Simon, ist deine Frage soweit beantwortet? Dann herzlichen Dank für die Frage. Ich habe jetzt hier Johannes R. mit einer Frage, der sich per Ton zuschalten wollte. Und genau, da ist Johannes. Du kannst deine Frage stellen. Ja, genau. Und zwar interessiert mich ein bisschen, wie seht ihr das? Besteht nicht ein bisschen die Gefahr, dass wenn man jetzt sehr hohe Forderungen stellt, ja, also wenn wir zum Beispiel die Klimakrise verbinden mit einer Systemfrage nach Kapitalismus und so weiter, dass man irgendwann am Ende weniger erreichen könnte, als man vielleicht mit einer kompromissfähigeren Position schaffen könnte. Also ganz überspitzt gesagt, lieber 2 Grad mit den Grünen oder 2,5 Grad gegen die Grünen?
Ja, vielen Dank. Das ist sehr überspitzt formuliert. Das würde ich gerne weitergeben und bitte etwas kürzer fassen, eventuell, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben und dann noch ein paar Fragen noch machen wollen. Als erstes Helena. Ja, also erstmal, ich spreche jetzt mal aus meiner Rolle in Fridays for Future, ist ja nicht unsere Aufgabe, strategisch sinnvolle Forderungen zu stellen, sondern wir stellen die Forderungen von dem, was wissenschaftlich notwendig ist, was wir eben tun müssen, um 1,5 Grad einzuhalten. Und da ist auch 2 Grad keine Option, einfach weil wir wissen, wie viel Leid dadurch entstehen würde, weil wir wissen, wie schrecklich das wäre für so viele Menschen, also vor allem nicht in Deutschland, aber auch in Deutschland. Und das ist also einfach gar keine Option irgendwo, weil wir auch wissen, dass wir ja möglichst irgendwie Kipppunkte vermeiden wollen. Und das geht halt am besten, wenn wir 1,5 Grad einhalten. Insofern, insofern ist vielleicht auch die Klimakrise so ein bisschen anders als irgendwie die klassischen politischen Probleme, über die wir sprechen. Insofern, dass so incremental change, also so kleine Veränderungsschritte, einfach fast rein gar nichts bringen, weil wenn wir dann trotzdem die Kipppunkte überschreiten und die Klimakrise dann trotzdem unaufhaltsam sind und wir dann trotzdem bei 3, 4, 5 Grad landen, dann hat es uns nichts gebracht, dass wir irgendwie dieses Jahr um 2% irgendwo Emissionen reduziert haben. Und insofern beziehen sich halt unsere Forderungen auf das, was passieren muss und das, was eigentlich schon unterschrieben wurde von irgendwie der demokratischen Regierung. Das geht gar nicht darum, strategisch irgendwie in eine Verhandlungsposition zu kommen. Und ich glaube, das wird auch ganz, ganz oft irgendwie falsch verstanden. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Und ich glaube, ganz oft denken irgendwie Leute, wir sind dann irgendwie wie die Lehrerin in der Klasse, die dann so goldene Sterne ausgibt für bestimmte Sachen, die irgendwie cool waren. Und wie, ja, ihr wart besonders gut heute und ihr habt Windkraftausbau gemacht, wie toll. Aber so, das ist einfach gar nicht, so dafür sind wir einfach nicht da. Und das ist einfach nicht unser Ding, sondern wir irgendwie wollen, dass irgendwie alle Parteien 1,5 Grad Plan haben. Und da geht es nicht darum, wer hat vielleicht einen besseren als die anderen oder wer hat irgendwie mehr davon als die anderen, sondern es geht darum, dass wir stellen eine Notwendigkeit und die muss halt erfüllt werden. Und das ist nicht, weil wir irgendwie Bock haben darauf, sondern weil wir wissen, dass es passieren muss. Isa möchte was dazu sagen. Ja, also ich find's auch gut, wenn FFF keine Sternchen verteilt. Das ist ja auch gar nicht die Aufgabe, sondern die Bewegung ist ja da, um den Protest auf die Straße zu bringen. Und ich muss ja trotzdem ein bisschen widersprechen. Ich glaube, als Klimabewegung, die in Deutschland einen systemischen Wandel herbeiführen will, und das will ich ehrlich gesagt auch, kann man sich auch nicht völlig vom strategischen Denken abkoppeln. Und eine Sache ist, glaube ich, relativ klar, so ohne die Grünen wird es keine progressive Klimapolitik geben in Deutschland. Dass wir dann sicherlich, ne, Urs, du weißt es, immer besser werden können, dass wir wahnsinnig viele Verbündete brauchen und so weiter. Und wahrscheinlich, das sollten wir jetzt nicht größenwahnsinnig werden, auch nicht allein regieren werden. Das ist irgendwie klar, aber deswegen an den Fragesteller, ich glaube, ohne Grüne geht es grundsätzlich nicht. Das ist das eine. Und zum anderen, warum sage ich bin auch für einen systemischen Wandel? Weil ich diese Argumentation oder diese Rhetorik nach dem Motto CO2-Fußabdruck wirklich für ganz fatal halte. Der CO2-Fußabdruck wurde von British Petrol erfunden, eine Ölfirma mit dem Ziel, um die Verantwortung auf die Schultern der Einzelnen abzuladen. Und ich glaube, da sind wir, das wurde, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, ganz lange in die Falle gegangen, dass wir gesagt haben, Klimafasten und so. Es ist immer gut, individuell was zu machen. Und ich glaube, wir fühlen uns alle besser. Ich muss jetzt die verschiedenen Sachen nicht aufzählen. Wenn wir alle keinen SUV fahren, verspricht jetzt auch gar keinen Drang danach. Aber für die wirklichen Änderungen müssen wir an die Strukturen rangehen. Urgewalt hat jetzt wieder veröffentlicht, 12 Megaprojekte im Bereich Kohle, Öl und Gas weltweit, die allein schon 2/3 unseres verbleibenden Budgets halt aufbrauchen würden. Dann ist es cool, wenn wir zu Hause Rad fahren, aber zählt die Klimakrise nicht auf. Deswegen, ich glaube, ohne Änderung der Wirtschaftsstrukturen werden wir das nicht packen. Und deswegen ist die Politik eben so wichtig in
in diesem System, weil sie halt die Gesetze macht. Und aber ich glaube, da sind wir on the same page. Ja, vielen Dank. Ich wollte diese Frage gerne noch in dieser Runde auch an Urs und Franziska noch mal weitergeben, bevor wir noch mal eine kleine neue Runde machen. Aber jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zugespitzt, was Helena gesagt hat. Du hast gesagt, wir müssen 1,5 Grad einhalten. Es gibt keine Alternative, aber es ist ja trotzdem so, dass die Leute das auch noch wollen müssen. Sonst wählen sie sozusagen nicht entsprechend und dann werden die Weichen erst recht nicht gestellt. Deswegen hier auch nochmal eine Publikumsfrage, die ich nochmal so mit einflechten möchte. Es hat jemand gefragt, ob ihr nicht auch das Gefühl habt, dass die Radikalität vielleicht auch abschreckend sein kann und deswegen eine etwas verbindlichere Form des Auftretens vielleicht dann doch eher dazu beiträgt, dass man die notwendigen Mehrheiten zusammenbekommt. Urs, was ist deine Meinung dazu? Ja, also da fällt häufig ja der Spruch, die Natur lässt sich nicht, mit der Natur lässt sich nicht verhandeln. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich auch sage und auch Helena recht geben muss, wenn sie sagt, so, wir haben halt 1,5 Grad und das wird von vielen geteilt, dass man unter 2 Grad, 1,5 bleiben muss, damit nicht wirklich die Folgen extrem sind. Ob und wann die Kipppunkte eintreten, wann genau und ist es bei 1,83 oder so, das wissen wir alle nicht. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten und am Ende ist es natürlich schon so, dass man gucken muss, wie kriegen wir das Risiko möglichst gering hin. Und da bin ich der Meinung, dass es halt starke Grüne immer braucht und vor allen Dingen auch wir als Industrienation es vorleben müssen, dass wir es schaffen können, ganz stark international auch als Vorbild zu wirken und zu zeigen, wir können es schaffen, klimaneutral zu sein. Und da sehe ich auch die Rolle der Grünen, wo wir jetzt über 2 oder 2,5 Grad war die Zuspitzung reden, ist wichtig. Aber am Ende müssen wir zeigen, dass wir es schaffen können, eine hoffentlich grün geführte Regierung so einen Wandel hinzubekommen, dass wir es als Industrienation schaffen und viele Folgen. Weil eines ist ja auch klar, Deutschland ist nicht der einzige Emittent von Treibhausgasen. So. Wir tragen zu 2% der Treibhausgase bei, sind 1% der Menschen. Also wir sind immer noch überdurchschnittlich, aber trotzdem ist es natürlich nicht so, dass nur wir das sind. Und am Ende ist es ganz wichtig, diese Vorbildfunktion zu haben und international auch zu wirken, weil wir brauchen auch andere Länder dafür. Und das ist, glaube ich, das Ziel, wo wir als Partei und Fraktion am Ende auch wirklich viel mit verändern können. Ja, vielen Dank. Franziska, möchtest du auch ein Statement dazu noch abgeben? Ja, ich finde, es ist natürlich perfide, dass wir kürzer antworten sollen und mehr Fragen bekommen. Ach du je. Aber ich würde bei dieser Systemfrage nochmal an diese anknüpfen. Ich stimme nämlich zu, ich glaube, wir müssen die Systemfrage stellen, weil sie besteht, weil wir so nicht weitermachen können und weil wir mit der Ausbeutung von der Natur, aber auch der Menschen eben so nicht weitermachen können, ohne uns selbst zugrunde zu richten. Deshalb steht die Systemfrage schon so im Raum. Und ich glaube, konkret über die Entwicklung unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise zu sprechen, erklärt auch oder zeigt auch viel, dass es eben kein Zufall ist, dass wir jetzt in dieser Krise sind. Und dass es eben kein Zufall ist, dass es große Konzerne wie BP und Shell und Exxon und wie sie alle heißen, dagegen arbeiten, das, was passiert. Und warum diese ganzen Profitinteressen und diese Macht ein Problem ist. Insofern, ich glaube, das steckt den Rahmen, wovon wir weg müssen und wo wir umgekehrt hin müssen. Und dann gilt es vor dem Hintergrund dieses Rahmens entsprechend strategisch an den notwendigen strategischen Punkten das Maximum zu erkämpfen. Und insofern glaube ich, dieser Rahmen zu begreifen, es ist eine Systemfrage ganz entscheidend dafür, wirklich auch die notwendigen Dinge dann zu tun. Das leitet vielleicht ein bisschen über zu dieser Frage von schreckt Radikalität nicht ab. Ich glaube, die Sachen, die so radikal wirken und die es ja auch sind, ehrlicherweise, sind ja einfach nur ehrlicherweise die notwendigen Veränderungen, die wir brauchen. So. Und ich glaube, die beste Strategie am Ende ist Ehrlichkeit. Und dann müssen wir diese Radikalität moderieren und dafür die besten Lösungen finden und auch zeigen, es ist letztendlich eine Entwicklung, von der die vielen profitieren, nicht nur wenige und nicht viele leiden, sondern viele gewinnen. Aber es geht ja nicht darum, dann abzustecken, damit das für Leute gemütlicher scheint, sondern es geht darum, zu zeigen,
ja, so könnte es gehen und dieses Bild einer anderen Gesellschaft so in die Köpfe einzupflanzen, dass Menschen wieder anfangen zu träumen und vor allen Dingen dafür zu kämpfen. Ich glaube, das ist the only way, sonst können wir einpacken. Und einpacken habe ich nicht so richtig viel Lust drauf bislang. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Johannes, für deine Frage. Es ist natürlich trotzdem so, natürlich kann man sagen, wir haben die Notwendigkeiten, aber trotzdem hat man ja als immer noch die Option als Mensch, diese Einsicht einfach nicht zu teilen und andere Interessen zu haben. Ich meine, das sehen wir ja auch. Und das führt mich in eine neue Runde, die ich ganz gerne nochmal aufmachen möchte, und zwar zu diesem Generationenthema. Wir haben ja hier auch ein paar Leute dabei, die Ü40 sind. Das heißt also jetzt meine Generation oder noch ältere möglicherweise, die sich auch ja jetzt erstmal noch gar nicht gezeigt haben. Aber das ist jetzt nochmal meine Frage an euch. Jugendliche und junge Menschen sind in Deutschland ja weniger als also alle, die, sagen wir mal, auf jeden Fall Ü30 sind, machen als Wähler, haben die leider nicht so einen großen Input. Wie ist sozusagen, was sind eure Strategien, um die älteren Menschen, die Boomer und die wirklich alten Menschen mitzunehmen, also davon zu überzeugen, dass dass eure Anliegen wichtig sind und dass sie sich möglicherweise dem anschließen und dann entsprechend auch möglicherweise ihre Wahlentscheidung danach ausrichten. Also was sind eure Ansätze, das zu machen? Gerne alle, weil ihr ja Urs. Am Anfang. Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, da haben wir auch schon viel darüber geredet, dass die natürlich ist ganz viele schon lange über Umweltschutz geredet wurde, 30 Jahre alles bekannt. Warum hat es bei Fridays for Future jetzt funktioniert, dass es mehr in die Diskussion gerückt ist? Die Kernargumentation ist ja eine Betroffenheit, also dass Jugendliche auf die Straße gehen und sagen zu den Eltern, zu den Großeltern sagen, ihr habt da was falsch gemacht oder wir wollen es jetzt anders machen. Und ich denke, das ist am Ende der Schlüssel. Man muss eine eigene Betroffenheit auch für Erwachsene, für ältere Menschen erzeugen. Und ich glaube, dass das mit den Klimawahlen zum Beispiel, gab es ja die Ankündigung, tatsächlich auch eingetreten ist. Also die Zukunft des Planeten und die Zukunft von Jugendlichen und uns Kindern geht auch ältere Menschen was an. Und ich bin mir sicher, dass auch viele genau deshalb sich auch unter dem Hintergrund bei den Wahlen entscheiden oder auch in ihrem alltäglichen Leben Veränderungen machen. Und ich fand es ganz spannend. Es gab einmal so eine Kampagne, die war irgendwie, ruf deine Großeltern an oder so zur Klimawahl. Vielleicht Helena kennt die noch besser als ich. Das fand ich eine coole Sache, so in die Richtung, alle Großeltern anrufen, wäre auf jeden Fall gut. Das ist gut. Lisa. Okay, dann würde ich mal den grünen Reigen fortführen und dann kommen wir zur Bewegung sozusagen. Also ich sehe jetzt gar nicht so diesen Gap, also dass quasi nur junge Leute sind für Klimagerechtigkeit und ältere sind es automatisch nicht. Es gibt auch junge Leute, die im Kern 95 Jahre alt sind, also Philipp Amthor zum Beispiel, Entschuldigung, ist immer so was mir einfällt, der im Geiste nicht wirklich jung war, aber nach außen hin wahnsinnig jung war. Und ich kenne viele über 50-Jährige, über 60-Jährige, habe ich auch vor Ort bei mir im Kreistag zusammengearbeitet, die wahnsinnig brennen für Klima- und Generationengerechtigkeit. Und es gab ja auch die Grandparents for Future. Urs hat die Wahlen angesprochen. Es gab jetzt etliche Wahlen, wo die Ü60-Gruppe entscheidend war für den Klimaschutz. Und auch in, ich glaube, Brandenburg und anderen Ländern, wo es darum ging, dass die AfD nicht sozusagen stärkste Fraktion wird, haben teilweise auch die Älteren dafür gesorgt. Also die Demokratie quasi gerettet, wenn man so will. Deswegen, ich glaube, die Wahrheit ist komplex. Ich denke, in allen Altersstufen sind Leute vertreten, die die Welt retten wollen, sei es für sich oder für ihre Enkel. Und letzter Punkt vielleicht, tatsächlich auch hier wieder zusammenführen, Bündnisse bringen. Also ich habe das konkret zum Beispiel bei uns in der Region gemacht. Da geht es darum, dass Steigerwald, das ist ein Wald in Franken, Nationalpark wird, wo sehr viele ältere Mitglieder des Bund Naturschutz schon seit Jahren aktiv sind. Und wo jetzt mittlerweile aber auch sehr viel
Fridays for Future-Leute, Extinction Rebellion, Bewegungsleute auch sagen, Waldschutz ist Klimaschutz, oder das schon länger sagen, aber eben konkret in der Region sich engagieren. Und diese beiden Generationen und Herangehensweisen hervorragend harmonieren und jeder so seinen Beitrag bringt. Deswegen, ja, ich glaube, das funktioniert gut und einfach alle ansprechen, mitnehmen. Ja. Ja, die Frage geht nochmal an euch jüngere Leute. Helena, ruft deine Großeltern an. Ist das euer Ansatz gewesen und was habt ihr da für Erfolge gehabt? Also man muss ja sagen, ist richtig, also das spaltet sich nicht an der Altersfrage, ob man sich für Klimaschutz interessiert oder nicht, aber wir haben, man kann diese Umfragen natürlich auch umgekehrt lesen, wir haben nur die Hälfte der Leute, die überhaupt finden, dass es ein wichtiges Thema ist. Und wenn man da eine Änderung bewirken will, muss man sich wahrscheinlich da nochmal an ältere Wählergruppen wenden, gezielt, damit sich sozusagen Mehrheitsverhältnisse ändern. Helena, was ist dein Ansatz, was ist deine Erfahrung? Also erstmal wissen wir, dass schon ganz viele ältere Menschen am Start sind, die irgendwie Parents for Future, Beekeepers for Future, Farmers for Future, was es nicht alles gibt, die ready sind, bei sich in ihrem Bereich, wo sie arbeiten oder sind oder was auch immer, Veränderungen zu erkämpfen. Und ich glaube, wir haben als Fridays for Future natürlich ganz klar uns auch gegen unsere Eltern gestellt. Wir haben gesagt, so, es ist eure Schuld, dass wir jetzt auf die Straße gehen müssen. Und ich glaube, über den Punkt sind wir aber natürlich irgendwie drüber hinausgekommen. Wir haben dann im September dazu aufgerufen, dass alle mit uns auf die Straße gehen sollen, alle, die hinter uns stehen. Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen, wie sehr die Klimakrise zum Beispiel auch eine Gesundheitsfrage ist, wie sehr ältere Menschen zum Beispiel unter Hitzewellen leiden werden, wie sehr die Klimakrise jetzt schon irgendwie eine Frage ist von Wasserknappheit in bestimmten Dörfern und Regionen, wie sehr die Klimakrise irgendwie nicht eben nur junge Menschen betrifft. Und ich glaube, gerade diese Themen zu setzen und darüber Gespräche zu führen, ist nicht nur unsere Aufgabe als Bewegung, also es ist jetzt auch nicht, also wir sind ja nicht dafür da, neue Wählerinnengruppen zum Beispiel zu erschließen, sondern aber gleichzeitig eben in dieses Gespräch zu treten, denn ich glaube, letztendlich kann ja nichts dieses Gespräch von irgendwie einer Person zu einer anderen Person ersetzen, wo wir drüber reden, warum wir so Angst haben vor der Klimakrise, warum wir aber so entschlossen sind, dass sich Sachen verändern können. Und da haben wir eigentlich immer wieder dazu aufgerufen, irgendwie bei verschiedenen Wahlen über die letzten 2 Jahre, und zwar irgendwie, ja, haben auch ganz viele Leute erzählt, wie cool das war, zum ersten Mal darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir müssen das so ein bisschen umframen, dass es nicht so sehr ist, wähle Klima für deine Kinder, sondern wähle Klima, weil es auch besser ist jetzt für dich und für alle. Also man muss ja ganz schön alt sein, damit man nicht die nächste Legislatur noch mitbekommt oder so. Insofern sind das ja noch ganz schön viele Menschen, die auch unter dieser Politik leben werden, die es eben auch betrifft. Und ich glaube, diese Betroffenen herzustellen, ist meine Priorität und auf jeden Fall auch das, was wir, glaube ich, als Fridays for Future so ein bisschen machen werden dieses Jahr. Ja, Franziska, du warst ja Teil eines Autorenteams, was einen ganz großen Appell an die Eltern- und Großelterngenerationen vom Stapel gelassen hat. Was ist so deine Erfahrung damit? Ist das ein guter Weg? Bringt das was? Ich glaube, für den Moment hat es total viel gebracht. Ich finde, dass diese Generationenfrage so aufgebrannt ist und auch so öffentlich verhandelt wurde dann, das war vor allen Dingen ja erstmal eine Sache, wie man die Krisen jetzt persönlich macht. Also wie man so einen Aufrütteleffekt im Persönlichen hinkriegt, weil alle möglichen politischen Zusammenhänge, auch die Klimakrise, erstmal immer so wahnsinnig abstrakt sind. Und wenn plötzlich die eigenen Kinder da stehen und sagen, ist dir klar, dass es auch um meine Zukunft geht, dann ist es, glaube ich, wirklich was bei vielen in den Kopf geschossen ist und hängen geblieben ist. So. Und trotzdem, glaube ich, sind das alles nicht im Kern Generationenfragen so. Und wenn diese Debatte jetzt immer weiter aufrechterhalten wird, habe ich fast schon eher das Gefühl, es ist so eine Strategie, Klimaproteste und auch irgendwie diese Veränderungen da kleinzureden und als so ein Kinder-Jugend-Thema, ach, die Kids wollen irgendwie die Tiere schützen, so zu diskreditieren. Ich komme aus einer Stadt am Rande des Ruhrgebiets
Und diese Region hat Strukturwandel durchgemacht. Und das betrifft vor allen Dingen jetzt ältere Generationen. Die haben gesehen, was es heißt, wenn man eben nach Strukturwandel nicht aufgefangen ist. Ne? Wenn sich eine Region verändert, wenn irgendwie sich eine ganze Wirtschaftsraum, wenn die Heimatstädte sich verändern und plötzlich irgendwie die Innenstädte zu Geisterstädten werden und es irgendwie Perspektiven schwinden so. Und die Leute, die da teilweise drunter gelitten haben, erhalten jetzt geringe Renten so. Und ich glaube, da kann halt eine Klimabewegung auch schaffen, genau diese Gerechtigkeitsfragen aufzumachen und zu sagen, es gehört doch zusammen. So, wollen wir wirklich jetzt andere Menschen durch einen ungerechten Strukturwandel bringen? Wollen wir nicht eine Politik bekämpfen, die diese Ungerechtigkeiten im Sozialen schafft und gleichzeitig ökologische Krisen eskalieren lässt? Wollen wir nicht für eine Politik sorgen, die für alle ein gutes Leben schafft, eine gute Rente, eine gute Arbeit, aber auch guten öffentlichen Wohlstand und gleichzeitig ökologische Krisen adressiert? Und ich glaube, das funktioniert ja total. Und letztendlich ist es, glaube ich, das überzeugendere Bild einer Zukunft, weil es halt die Themen zusammendenkt und Ängste zusammendenkt und Krisen zusammendenkt. Und ich glaube, da ist es mehr tatsächlich eine Frage von sozialer Klasse oder so, als dass es eine Frage ist von Alter, ob man die Notwendigkeit sieht, dass eine Gesellschaft sich verändert oder nicht. Und ich glaube, wir fangen gerade an, mehr dieses Bild von gemeinsamen Kämpfen zu zeichnen. Und das ist wichtig und das ist gut und das ist eine Perspektive. Ja, vielen Dank. Das bringt mich zurück zu einer Frage. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Unsere Zeit ist abgelaufen. Aber ich würde das trotzdem ganz gerne noch, ich würde jetzt gerne ein bisschen überziehen. Ich hoffe, ihr macht das mit. Es wird auch nicht sehr stark überzogen, aber ich würde gerne noch eine Frage loswerden, die bei unseren Fragen verschiedentlich gestellt wurde. Und das ist die Frage, ob nicht eigentlich die Grünen ein bisschen zu sehr im Fokus sind. Also die Bewegungen setzen sich immer sehr stark mit den Grünen auseinander. Aber was ist denn mit den anderen Parteien? Da braucht man ja mindestens noch Koalitionspartner, beziehungsweise diese anderen Parteien haben ja auch eben Wähler, die man dafür auch braucht für so einen Wandel. Was ist denn eigentlich mit denen? Also wie adressiert ihr die SPD und die CDU jetzt vielleicht mal konkret gesagt? Also es gibt ja jetzt auch die Klimaunion seit nicht so allzu langer Zeit. Ist das auch ein Bündnispartner für euch oder nehmt ihr die auch so durch die Mangel, ob die den Anforderungen gerecht werden? Was ist da eure? Das ist jetzt in erster Linie an Helena und Franziska. Also vielleicht Helena erstmal. Ja, ich muss ganz schön lachen, weil ich habe das Gefühl, die Beschwerde kommt immer. Wenn wir irgendwie Nord Stream 2 kritisieren, dann beschwert sich die SPD, warum wir nicht mal auf die CDU gehen. Wenn wir die CDU kritisieren, heißt es, ihr kritisiert immer nur uns. Die FDP irgendwie schweigt ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, jeder fühlt sich immer ungerecht kritisiert oder hat das Gefühl, sie werden härter angegangen als der Rest. Sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, wenn man sich irgendwie unsere Kampagnen angeschaut, versuchen wir das ganz gerecht unter allen zu verteilen. Und das geht natürlich auch mit dem Ziel einher, dass wir Mehrheiten brauchen im Parlament. Und ich finde es so lustig, weil ich das so oft von Grünen höre. Ja, wir haben ja nicht die absolute Mehrheit und das stimmt. Und genau deswegen brauchen wir halt auch 1,5 Grad konforme Politik in allen Parteien. Wir brauchen verschiedene Ansätze. Und da kann ich natürlich sagen, okay, ich glaube, eine neoliberale, marktwirtschaftsorientierte Klimapolitik der Klimaunion ist nicht so meins. Aber dann können wir zumindest dann darüber diskutieren, wie wir diese Transformation angehen. Und ich glaube, das braucht es. Und da braucht es genauso eine SPD, da braucht es genauso eine CDU, da braucht es genauso eine FDP, die irgendwie eine liberale Lösung darauf formuliert. Die kann man dann trotzdem noch doof finden, aber dann hat man zumindest eine gemeinsame Verhandlungsbasis. Und da adressieren wir natürlich von Anfang an genauso alle politischen Akteure, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir müssen das hier überparteilich angehen, wir müssen das hier mit ganz, ganz vielen Menschen angehen und wir brauchen eigentlich eine Verschiebung des gesamten politischen Spektrums hin zu mehr Klimaschutz. Genau, ich glaube, wir gehen ganz gerecht alle genug an. Franziska. Ja, ich bin ja noch mal ein bisschen in einer anderen Rolle als Helena. Ich muss sagen, also so die Klimaunion, da sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial für Bündnispartnerinnen drin. Insofern finde ich irgendwie Bündnisse in die Union so mittelspannend. Aber hey, wer weiß, was bei rumkommt und wenn es dann spannender wird, gerne auch das. Ich zweifle daran. Ich würde sagen, so natürlich setzen AktivistInnen sich mit allen Parteien auseinander.
weil sie sich, also in meinem Fall, weil ich überhaupt keine Hoffnung habe in Bezug auf die Bundestagswahl. Und das heißt, irgendwie sich hoffnungslos mit allen Parteien irgendwie auseinanderzusetzen. So, ich glaube, wenn wir heute viel über die Rolle der Grünen sprechen, dann hat das viel damit zu tun, dass ja hier auch nur GrünenvertreterInnen parlamentarisch sind. Insofern, also wir können jetzt auch über die SPD oder die Linken sprechen. Ich weiß halt nicht, wie produktiv es dann wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, es kommt immer auch auf die Runde an. Aber ja, ich glaube, was wir beobachten, ist halt kein spezifisches Problem der Grünen, ist auch keine spezifische, absolute nur Verantwortung der Grünen. Es ist halt irgendwie ein Versagen der Politik der letzten Jahrzehnte, beziehungsweise eine Klarheit darüber, was Politik der letzten Jahrzehnte verursacht hat, so in Gänze. Und da wieder rauszukommen, mag dann auf der einen Seite die Aufgabe von allen Parteien sein. Und aus meiner Sicht gilt es unbedingt, die CDU in der nächsten Bundesregierung dann dazu zu verhindern, um zumindest irgendwie Schritte in die richtige Richtung machen zu können. So. Und es braucht aber vor allen Dingen dann eine Frage, was denn darüber hinausgehen kann. Also auch Grün-Rot-Rot oder Rot-Grün-Rot, wie auch immer, braucht Antreiber von außen und wird nicht plötzlich alle Probleme auf einen Schlag lösen. Und insofern lohnt es sich, glaube ich, von unserer Warte aus, all diese drei Parteien gleichermaßen in die Mangel zu nehmen und stellenweise Rückenwind zu geben oder eben Gegenwind. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne unseren Zeitrahmen nicht komplett überdehnen, sozusagen, und hier noch mehr überziehen. Es gibt noch sehr viele Fragen. Es gibt weitere Fragen zum Thema Klimaliste, zum Thema Atomkraft. Ich glaube, das können wir jetzt hier in dieser Runde nicht mehr behandeln. Ich würde aber euch allen gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und das wäre, was ist denn euer Wunschszenario für das Wahljahr 2021? Und was tut ihr dafür, um es zu erreichen? Vielleicht, ja, fangen wir doch mal mit Lisa an. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt wahrscheinlich keine ganz große Überraschung. Ja, ich würde mir eine grüne Kanzlerin Annalena Baerbock wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland wirklich eine Regierungschefin haben, die das Thema an erste Stelle setzt. Dann werden wir vielleicht in einer Liga mit Joe Biden aus den USA, der zumindest rhetorisch viel vorlegt. Er muss es natürlich auch noch verwirklichen. Was mache ich dafür? Tatsächlich ganz konkret Bündnisbildung. Also ich werde in meinem Wahlkreis versuchen, mit allen zu reden, die noch nicht so grün vielleicht sind und uns vielleicht auch nicht unbedingt wählen in diesem Wahlkampf, das will ich auch mal sagen, weil darum geht es für mich gar nicht in erster Linie. Natürlich auch, logisch, sonst kann man unser Ziel nicht erreichen. Aber das war diesen Dialog tatsächlich hinbekommen. Zum Beispiel mit den Autogewerkschaften, Franziska hatte Transformationsbeiräte erwähnt. Ich glaube nicht, dass alle Angestellten bei uns im Bereich Verbrennermotor übermorgen schon die Grünen wählen. Aber ich glaube, diese Transformation, die geht 5 bis 10 Jahre und länger. Ruhrgebiet dauert sie schon Jahrzehnte. Bei uns fängt es jetzt an in Bayern in dem Bereich Auto. Und wir müssen so gemeinsam diese Lösung entwickeln. Das sehe ich auch als Teil des Wahlkampfes, diesen Boden irgendwie zu bereiten. Also letztendlich mit allen, die irgendwie sagen, ja, dieses Halt durch Veränderung, das spricht mich an und ich will eine krisenfeste Gesellschaft und daran mitarbeiten, ja, mit denen in Dialog zu gehen, zum Beispiel auch mit Brauerinnen und Brauern. Bei uns ist das ein großes Thema, aber wir haben zum Beispiel keine regionale Braugerste, die wirklich bezahlbar ist. Landwirte hatte ich vorhin angesprochen, wir sind dann auch Teil des Bündnisses. Ja, genau, das ist mein Ziel im Wahlkampf. Und wenn die Wahl dann rum ist, Sabine, und unsere Wunschziele erreicht, fängt halt auch die Arbeit erst an. Und ja, aber erstmal Step für Step. Ich freue mich einfach total, dass es wirklich ein Klimaentscheidungswahljahr ist. Und das ist vielleicht letzter Punkt, dass trotz Corona Klimaschutz seit 3 Jahren konstant auf der Tagesordnung steht. Und ich glaube, das wird nicht weggehen. Und ich hoffe, dass die Menschen entsprechend das zu ihrem großen, wirklich Entscheidungskriterium auch machen in diesem Jahr. Ja, danke. Ich glaube, da schließt jetzt Helena gut an. Mein Szenario für dieses Jahr. Ich hoffe, dass wir ganz viele 1,5-Grad-konforme Wahlprogramme haben, die wir dann auch wählen können. Und darüber hinaus möchte ich, dass wir
ganz, ganz viel ins Gespräch kommen dieses Jahr und darüber sprechen, wie kann es eigentlich anders und geiler sein? So, wir haben im März im Aktionstag Another World is Possible in Berlin Goes auf die Straße geschrieben. Und das mag irgendwie erstmal nur ein Satz sein, aber irgendwie mit diesem Spirit möchte ich eigentlich in dieses Jahr gehen, weil so es kann so cool sein, es kann so geil sein, wenn wir die Klimakrise aufhalten und wenn wir eine bessere Gesellschaft darauf bauen. Und diese Gespräche möchte ich ganz viel führen. Ich möchte die Gas- und die Ölindustrie ein bisschen destroyen, die irgendwie fossile Gasinfrastruktur bauen will und das als Klimaschutz verkauft. Genau, und ich glaube, damit werden wir auch schon genug zu tun haben. Ja, und ich hoffe, dass wir irgendwie dieses Jahr die notwendigen Handlungsschritte einleiten, um auch irgendwie weiter Emissionen zu reduzieren und ja, und die Klimakrise aufzuhalten. Franziska. Ja, also ich will in diesem Jahr Menschen insofern organisieren, dass sie sich selbst aus der Ohnmacht rausziehen und anfangen, für eine Welt, die sie sich wünschen, zu kämpfen mit den Leuten, die schon in Bewegung sind. Ich bin fest überzeugt davon, dass dieses Jahr dazu beitragen kann, dass es mehr werden. In Bezug auf die Bundestagswahl heißt es, ja, dafür zu sorgen, dass vielleicht am Ende ein rot-rot-grünes, grün-rot-rotes Bündnis möglich wird und uns damit aber dann nicht zufrieden geben und damit eine Druckbasis aufzubauen. Das heißt, erstmal kommt mein Buch raus, wo es darum geht, wie es gehen könnte. Am 10. Mai, kurze Werbung, kann man vorbestellen. Ja, und dann also mache ich tatsächlich mit meiner Organisation, dass wir Menschen darin trainieren und uns selbst darin auch trainieren, wie man radikale Veränderungen organisiert. Und konkret ist das dann bei mir gar nicht so sehr, würde ich sagen, auf die Bundestagswahl bezogen, unbedingt nur, sondern abseits davon geht es darum, Strategien zu spinnen, wie wir Macht verschieben können und wie wir den großen Konzernen nicht nur ans Bein pinkeln können, sondern Macht wegnehmen können. Es ist an der Zeit, dass wir als AktivistInnen mal gewinnen. Wir haben jetzt oft genug einen vollen Bug bekommen. So, und ich glaube, wir werden besser und es wird wahrscheinlicher. Und wenn wir dabei im Parlament Rückendeckung oder auch VorreiterInnen haben, dann umso besser. Ja, vielen Dank. Und schließlich Urs. Ich denke, da wurde jetzt schon sehr vieles gesagt. Ich wollte nur noch mal das, was Lisa auch gesagt hat, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg auch noch Landtagswahlen. Und da geht es dann auch um solche Fragen. AfD, wie viel Prozent kriegen die? Ich hatte 24% bei der letzten Landtagswahl. Das sind für mich auch ganz zentrale Fragen. Also, dass wir tatsächlich auch diesen gesellschaftlichen Austausch schaffen, dass wir es schaffen, Mehrheiten zu kriegen, die demokratisch laufen und insgesamt natürlich dann zur Bundestagswahl ganz stark daraus hervorgehen und dann ins Arbeiten kommen. Und ich hoffe, dass wir am Ende eine Riesenfraktion werden und mit vielen jungen Gesichtern. Insofern, das ist das Ziel. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Diskussion. Wir haben überzogen. Das tut uns leid, aber wir haben, glaube ich, die Zeit, die wir brauchen, vielleicht auch nicht großzügig genug eingeschätzt. Aber vielen Dank für diese spannende Debatte an euch, die ihr hier auf dem Panel wart. Ich fand es sehr spannend und temporeich. Vielen Dank auch für euer Interesse vor den Bildschirmen, für eure Fragen. Ja, und genau, Franziska hat schon einen Werbeblock gemacht für ihr Buch. Ich würde auch noch anschließen, dass also wir als Heinrich-Böll-Stiftung haben ein kleines Programm, das heißt Generation Klima. Da geht es genau um solche Fragen der politischen Einmischung von jungen Leuten. Und das ist im Moment ein Mentoring-Programm, läuft jetzt in der derzeitigen, also das ist jetzt sozusagen voll. Ein paar Leute, die hier jetzt dabei sind, die sind auch Bestandteil davon. Wir hoffen, dass wir das auch weiterhin anbieten können. Vielleicht schaut ihr mal rein. Also gleich kriegt ihr noch eine Folie, wo man das findet. Wir haben auch einen Podcast dazu und es wird da weitere Angebote geben. Von daher wünsche ich euch viel Spaß, einen schönen Abend und eine spannende Wahl. Also spannend ist es auf jeden Fall. Wir werden uns nicht langweilen und wenn wir dann irgendwann diese Pandemie noch in den Griff kriegen,
dann kann man sicherlich in der einen oder anderen Weise auch einen Fortschritt erzielen. Und vielen Dank auch für eure Fragen und sorry, wenn wir nicht alle beantworten konnten. Also bis demnächst mal wieder sozusagen von uns und ich wünsche jetzt einfach einen schönen Abend. Erholt euch gut.